Alright, Folge 4, wir gehen rein. Zuvor bei Seven vs. Wyatt. Während Joe die ersten Jagdfallen aufstellte, baute ein Großteil der Gruppe... Digga, kann Fritz bitte aufhören, der Synchronsprecher zu sein? Also, wie nennt man das? ...gruppe den Lagerplatz weiter Hintergrundstimme. Mit vereinten Kräften wurden die Flügel, Propellertriebwerke und Flugzeugteile zu einem behelfsmäßigen Shelter notdürftig zusammengezimmert. Das Thema Wärmeerhalt hatte nach wie vor höchste Priorität. Und so wurde die einzige Leuchtfackel verbraucht, um das erste Feuer zu entzünden. Nach 24 Stunden in der Wildnis realisierte Hugo, worauf er sich hier überhaupt eingelassen hatte. Digga, das ist wie so einer Ja, was das für eine Pussy, Alter? Gen Z! Average Survival Kommentar. Free Bastard. So down gehst. Ja, ich. Okay, mit was hat's aufgehört? Achso, es hat aufgehört mit, wo ich geweint hab, ne? Okay. 16 Uhr, Tag 2. Das ist einfach ein bisschen krank. Wirklich. Nicht gut, ne? Was hast du? Schmerzen? Kopfweh? Heimweh? Schmerzen ist ein guter Call. Kälte? Kannst du nicht mehr. Psyche? Ja. Wir schaffen das alles zusammen, okay? Und wenn du es nicht mehr schaffst, dann ist es auch überhaupt gar nicht schlimm. Ja. Das sind richtig gestörte Bedingungen hier. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange ich das schaffe. Und ich weiß, von uns erwartet das wahrscheinlich keiner, dass wir das schaffen. Ja. Und deshalb wollten wir es denen auch zeigen. Ja, eben, ne? Das ist nämlich das. Und, aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Und das liegt dann aber nicht an uns oder an unserer Willenskraft, die nicht da ist, sondern... Das, was mir einer von denen gesagt hat, ich weiß nicht mehr wer, ich glaube es war Joe. Egal wie, ich werde als Gewinner rausgehen. An mich glaubt nämlich eh keiner. Wenn ich es schaffe, tamam. Wenn ich es nicht schaffe, tamam. Hat eh keiner geglaubt. Checkt ihr? Ich kann nur als Gewinner rausgehen. Außer natürlich bei den ganzen Survival-Leuten, weil ich habe zu viel Dinger gesagt. Tut mir leid an der Stelle. Daran, dass es einfach fucking schwer hier ist. Ist so, Hugo. Wenn... Wir ziehen das Ding mit dir alleine durch. Ja, also... Digga, ich kann bei sowas nicht reden, Alter. Ich sollte lieber mal Maul halten. Also, du weißt, ne, wir ziehen es natürlich mit dir bis zum Ende durch. Aber wenn du halt nicht mehr kannst, Digga, dann ist es auch vollkommen okay. Weil kann sein, ich komm morgen auch. Digga, Sandra war so krass. Ey, ohne Spaß. Wenn das funktioniert, dann machen wir uns halt eine geile Zeit im richtigen Neuseeland. Ja. Und das wäre nicht schlimm. Ja. Aber am Ende des Tages sind wir alle gefickt. Ist so. Ist so. Am Ende des Danke, Tages Sandra. Kommst du abends nochmal zu Daddy? Kuschel. Genau. Und nochmal möchte ich kurz nochmal sagen, ich habe ihn nicht Daddy genannt, okay? Das, was im Internet kursiert, ist fake. Glaubt nicht alles. Ich habe nicht Daddy gesagt. Du kannst nachher mit Daddy kuscheln und dann wird alles wieder gut. Und dann können wir morgen nochmal gucken. Musst du aufpassen, dass ich da nicht neidisch werde. Ja, und wenn es nicht besser wird... Wie ist deine Mut gerade, Hugo? Altersmäßig bei mir. Ich habe nicht verstanden, wie deine Mut gerade ist. Mein Mut. Und yellow. Gelber. Ui. Hä? Yo. Intens. Ich kann mit meinem Mund schießen. Es schießt alles überall hin. Ja. Die Mut. Ja, Mut. Digga, war ich da irgendwie high, Alter? Wie rede ich? Wie rede ich da? Sehen wir gelb? Wir sehen kein gelb, oder? Was gelb? Code Yellow. Achso, nee. Nee. Also, du bist schon noch kein Code Yellow. Heute auf jeden Fall nicht. Mal gucken, wie es morgen ist. Ja. Nein, er labert, er labert. Versuch dich noch ein bisschen drauf einzulassen. Ich glaube, dass sich das lohnt. Ich kann es nicht einschätzen mit deiner Kleidung, logischerweise. Aber solange es körperlich noch geht, würde ich wirklich versuchen, mich irgendwie drauf einzulassen. Weil es kann auch echt cool sein. Wir müssen nur das aushalten und dann wird es, glaube ich, gut. Lauter. Und wenn es dann nicht gut wird, dann ist es auch nicht schlimm, dann gehen wir. Ja, das ist Lacher. Das ist Lacher. Ja, die sollen die selber hier hingehen.
Also ganz ehrlich, ja, wer uns auslacht, dass wir hier, wer die Person auslacht, die hier abbricht, ja, mach mal selber. Guck mal, ich habe ja schon predicted Kommentare. Selber bitte. Ohne Spaß, mach selber. Naja. Und dann lach nochmal. Fritz, was, Fritz? Warte mal, was? Fritz, Digga, die erste POV von Fritz? Wie geil! Das weiß ich ja selber noch gar nicht. Digga, er sniped jetzt einen weg, einer ist gestorben. Funkspruch-Mission. Oh, der Funkspruch. Er legt das in diese Dinge rein. Digga, wie geil! Well, it's just like, it's gonna be dark now walking down there. And it's gonna be way more obvious we're walking down there with lights. It's not the nicest track to walk in the dark. What do you think? How long we need to... I reckon it's gonna take us like, probably with filming, probably like 2 hours. Digga, 2 Stunden. Okay, also wir sind jetzt auf dem Weg nach unten. Heißt das so? Das Restlicht mit, weil es jetzt richtig weit nach unten in den Canyon geht. Und wir natürlich, bei dem Weg hier ein bisschen aufpassen müssen. Wir sind aber in Funkverbindung mit der Sicherheitszentrale, nennen wir sie jetzt einfach mal. Und die haben quasi eine Überwachung auf dem Laptop und zu gucken, wo sind die Teilnehmer, weil wir natürlich jetzt ziemlich nah so ungefähr. Das hab ich auch erst, die hatten, also ich glaube, das hatten die bei jeder Staffel schon. Die wussten durchgehend, wo wer ist, wenn, solange der Inreach dran war, was ja bei jedem eigentlich so war. Die wussten einfach die ganze Zeit, wo wir sind. Für 200 Meter auf die Teilnehmer rangehen. Die sollen uns nicht mitkriegen. Das heißt, wir machen einen riesen Bogen, um uns von hinten ran zu schleichen. Wir müssen natürlich extrem leise und vorsichtig sein, kein Licht benutzen. Und sollte sich einer der Teilnehmer in Richtung Briefkasten bewegen oder in diese Region, kriegen wir eine Info vorher. Also das ist eine kleine heikle Mission, weil Priorität 1 ist natürlich, dass die Teilnehmer einfach ungestört sind, davon nichts mitkriegen und ihr Ding machen können. Das Gute ist, dass der Fluss da unten natürlich auch ein bisschen unsere Geräusche verdeckt. Ne? Wir versuchen natürlich leise zu sein. Und wir haben auch. Also, ich kann sagen, man hat nichts davon mitbekommen. Gar nichts. Ein bisschen Strauchwerk, sodass unsere Silhouetten natürlich nicht irgendwie gesehen werden, weil wir haben jetzt gerade direkten Blickkontakt quasi. Das war so wie, ich weiß nicht, ob ihr da. Das war wahrscheinlich eine sehr. Das war so wie, wenn unter dem Weihnachtsbaum noch keine Geschenke waren. Und die guckt immer so random mal rein und guckt, ob der Weihnachtsmann schon da war. War aber nicht. Und auf einmal random ist er, war es da und ihr habt es überhaupt nicht mitbekommen. Checkt ihr sowas? Bloß ein Auge, keine Chance. Ich denke, wie schnell es aber dunkel wurde. Tatsächlich jetzt passiert, wir sind auf dem Weg. Das war sehr schnell. Briefkasten und haben jetzt frischen Tracking reinbekommen, dass sich irgendwer am Briefkasten befindet von den Teilnehmern. Aber das ist geil. Schöne Überwachung. Wir gucken ein bisschen mit Thermalsichtgerät von oben, kriegen ein paar Infos. Sind hier aufs Dach. Thermalsichtgerät von oben? Digga, von wo? Sehr cool, gucken, Alter, komplett in der Mischung, ey. Warte mal, als ich da gekackt hab, hat das dann jemand gesehen oder was? Just cause we've got a gun on the revolver. Once you're down there on the side, you should be all good. What I'll do is I'll come up and over. And we'll sit on top. And you go down to the mailbox and if anyone starts walking our way, I'll just give you a bit of a whistle. Digga, sie machen Vogelzwitscher-Codewort. Digga, wie geil. Alter.
Ja, da war schon 2 Tage drin. Tag 1 und Tag 2 waren da schon drin. Hey, krass. Oder? Ich weiß es nicht. Alles klar. Yes. Fertig. Fort. Okay. Für die In- und Exfiltration benötigt Fritz 5 Stunden! 5 Stunden! Ja, wir haben die SD-Karten rausgeholt. Tatsächlich waren auch... Aber Real Talk, das muss doch Bock machen. 20. Man muss so auf Ninja, muss man da hin und wieder zurück, ohne entdeckt zu werden. Digga, das muss Bock machen. Auf, Akkus und ein Ladegerät dabei, was vielleicht kaputt ist oder durch die Kälte entladen. Also auch ein Technikaustausch findet ja darüber statt. Wir wurden nicht gesehen. Alles gut, hat alles geklappt. Es war tatsächlich gar nicht so einfach, hierher zu kommen. Das Wichtigste, mit Essen natürlich. Kommen, auch weil alles gefroren ist, ging steil bergab, wir sind teilweise weggerutscht. Aber wir haben natürlich den Platz von dem Briefkasten auch so gewählt, dass er so ein bisschen versteckt ist in der Senke, dass wir gutes Cover haben. Also tatsächlich alles nach Plan verlaufen. Und ne, es war kurz vorher an einem Briefkasten. Also haben wir echt Glück, dass noch jemand vom Security oben in der Wer war am Briefkasten? Ich hab's gerade nicht gehört. Gutes Cover haben. Also tatsächlich alles nach Plan verlaufen. Und ne, es war kurz vorher an einem Briefkasten. Okay, ja, keine Ahnung gesagt. Also haben wir echt Glück, dass noch jemand vom Security oben in den Bergen hockt und mit dem Thermalvision alles beobachtet hat. Seine Augen. Das war gerade eine absolute Mission, wirklich. Wie im Film. Okay, sorry. Sorry. Digga, ich find's so krass, dass Joes Schlingenfallen die ganze Zeit gezeigt wird. Digga, das ist so geil. Zweite Nacht, Freunde. Es wird stündlich mal besser. Gute Nacht, Joey. Sandra. Gute Nacht. Der Joey schläft hier. Ich renn hier. Ja, super. Seht ihr das? Seht ihr diese Beere? Das ist eine Hagebutte. Und man hat's kurz gesehen, diese Hagebutte besteht einfach aus nichts außer Haut und Kerne, die man nicht kauen kann. Also die, seht ihr das? Das sind nur so kleine Kernchen. Nur, und das Rot ist einfach nur Haut, so ganz dünne Haut. Der Joey schläft hier. Ich bin hier. Ich hab Angst. Also, Feuerwache. Eigentlich so ein Klassiker in so einer Situation. Wir wissen, wie Hagebutten sind. Nein, nicht jeder weiß das. Weil wir das Feuer nicht ausgehen lassen dürfen. Wir haben das Feuer heute mit einer Notfackel angemacht. Und das Holz brennt schlecht, also wirklich schlecht. Sehr feucht und raucht auch extrem stark. Doch, nein. Und Digga, dieser Rauch, ihr könnt euch... Ich sage, wir haben alle eine Lungenvergiftung bekommen durch die Scheiße. Sage ich jetzt. Das kann nicht gesund gewesen sein. Das geht nicht. Das war so schlimm. Ne? Man kennt es normalerweise manchmal, das ist einfach unangenehm. Ne? Das Scheiße, Digga. Wenn du da irgendeine Welle bekommen hast, du warst am... Alter, meine Augen, die waren so... Es hat sich so angefühlt, als würden meine Augen wegbrennen, wenn da so einmal so ein bisschen Rauch kam. Ich konnte auch nicht mehr reden. Ich habe diese Taktik gemacht. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich das manchmal mache. Dass ich so alles... Dass ich so ein Reset mache von meiner Luft. Also ich puste die ganze Luft aus meiner Lunge raus, bis zum geht nicht mehr. Und atme dann alles wieder ein bei einem Spot, wo kein Rauch ist. Dass ich so ein Reset gemacht habe. Dass da kein Rauch mehr war. Checkt ihr? Ja, dadurch, dass wir eben nicht... Und lass mich raten, du warst der Einzige, der diese Taktik benutzt hat. Nein, Joe Vogel hat die auch benutzt. Seht ihr gleich, der macht das auch. Beliebig häufig das Feuer anmachen können, derzeit zumindest. Es gab eine andere Sache, die ich... Kleiner Spoiler jetzt schon mal. Ich weiß nicht, ob es in der Folge ist oder nicht. Ich spoiler jetzt was, mir egal. Es gibt eine Sache, die habe ich erfunden und die wurde in den Himmel gelobt. So. Wir das Feuer am Leben erhalten und zwar so lange wie möglich. Also Spoiler. Idealerweise jetzt die restlichen 12 Tage. Wir haben wir wieder gefühlt. Was schätzt du, Joe? Wie viel Grad minus? Derzeit hat -2, -3, denke ich. -2 nur? April. Aktuell. Heute Nacht so, was meinst du, was kann... Es dürfte -5 bis -10 sein, aber das lässt sich dann ganz schwer abschätzen. Ja. Nur, ja, Digga, nur -2 Grad, wie cringe, Digga, ach du Scheiße. Schlafsack hier vor.
Mit 70% Feuchtigkeit, die Kacke. Unter dem Flügel. Stefan schläft auch draußen, richtig? Jo, genau neben dir. Und Joe schläft draußen. Und Joey auch. Und Joey auch, genau. Joey schläft dann hier. Und, ja, ich war mit den Mädels war ich im Flugzeug. Und ich sag, ohne jetzt rumzumeckern, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, draußen war es wärmer als drinnen im Flugzeug. Weil die waren wenigstens neben Feuer. Digga, dieses Flugzeug, man denkt, das ist wärmer, aber Bruder, ich glaube wirklich, dass draußen wärmer war. Nein, ihr schreibt jetzt alle, ain't no way, bla bla bla, aber glaubt mir, warum denkt ihr, dass ich da draußen die ganze Zeit sitze, weil es halt warm ist und wenn die direkt daneben schlafen, okay, das Einzige, was halt an den Leuten kacke ist, die draußen sind, einer von denen muss halt Holz die ganze Zeit ins Feuer reinmachen, sonst geht das Feuer aus. Aber nein, dieser Backofen! Dieser verfickte Backofen! 10 Monate das hat überhaupt nicht funktioniert! Null! Was für ein Backofen! Das war nichts von. Das war ein Tiefkühler! Dieser Backofen Colt, der hat mich so verwirrt! Ich dachte, ja geil, 30 Grad im Flugzeug, tamam, ich kann mich ausziehen, ich kann mit Unterhose da schlafen. Das hat nix, gar nichts! Tipp, schön rumforzen, damit das richtig warm bleibt. Ja. Ich habe gar keinen Bock, einen Schlafsack einzusteigen. Das ist alles schon so kalt jetzt. So richtig. Ja. 36 Stunden. Ich habe 36 Stunden überlebt. Klatschen. Let's go. Also ganz kurz, ich muss euch noch erklären, ich glaube, das sieht man gar nicht richtig. Hier ist das Flugzeug, ne, das Innenleben. Sandra war hier, Julia war hier und ich war in diesem ganz kleinen Raum da. So, musste mich da immer so, musste entweder von hier so reinkrabbeln oder hier war so eine kleine Lücke, bin ich ja auch da immer so reingekrabbelt. Guckt euch das. Wie soll man hier schlafen? Hast du sie angefurzt? Ich denke, ich will. Digga, also ich sag euch so, wie es ist. Wenn du in diesem Schlafsack bist in Neuseeland, Minusgraden, du nimmst jeden Furzer mit. Digga, es wäre so geil gewesen, hätte ich viel öfter gefurzt in meinen Schlafsack, weil dann wäre es wärmer gewesen. Gelben Knopf drücken und mich rausholen lassen, weil es ist einfach in der Nacht so kalt. Ich merke, dass meine Waden kurz vorm Wadenkrampf sind. Ich glaube, ich bin noch nie so an meine Grenzen gekommen. Weil mein Kopf sagt, zieh weiter durch, aber mein Körper sagt, geh nach Hause. Gänsehaut. Und auf was hört man jetzt? Keine Ahnung. Es ist... Junge. Es wird tagsüber wird's okay sein für 4 Stunden, bis die Sonne dann wieder rübergewandert ist und man einfach nutzlos vor diesem Kamin hier sitzt. Der tolle ist Joe, danke hier für die ganze Arbeit. Joy hat ihn gegraben. Ja. Und nachts frierst du dir einen ab und von Tag zu Tag wird's einfach schlimmer. Weißt du, was krass ist? Meine Waden sind auch ganz halt kurz davor, so übelste Wadenkrämpfe. So. Ja, wieso lachst du? Du warst doch viel loster, du Clown. Und Timeout, hau rein. Ich darf dich mal lachen, hab vergessen. Die Füße haben gekrampft, also wirklich so die, so einen Streckkrampf bekommen. Mhm. Guck mal, da muss immer so sehen, wenn du dich noch beschweren kannst, richtig, also artikuliert, dann ist es noch nicht so schlimm. Klar, es ist vielleicht eintönig. Sandra sieht so am Arsch aus, das ist so krass. Ach du Scheiße. Liegt die Nacht. Bro, guck so. Dann meinetwegen auch langweilig oder lange und kalt. Aber solange du dir nicht wirklich abgefrorene Fußzehen holst oder irgendwelche steigfiebrige Erkrankungen oder so, wird dir nichts passieren. Das ist alles nur ein Gefühl. Mit Langeweile hat das auch nichts zu tun, ja. Aber... Nee, das ist ja beim Hugo so.
dass er sich irgendwie langweilte. Einfach auch so Unterleibschmerzen und alles. Das ja, ist ja. Einfach alles führt zusammen und dann kabäsch. Ja. Hat Sandras Herpes euch nicht gejuckt? Digga, ich bin ehrlich, ich habe kein einziges Mal drüber nachgedacht, als ich über diese Flaschen da getrunken habe. Ich habe nur wegen, also weil jeder das reingeschrieben hat, habe ich erst das realisiert, aber nö, also mich hat's nicht gejuckt. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Alles gut bei dir. Aber dich juckt das auch gar nicht, Digga, und ich bin ehrlich, ich glaube, das ist eh abgekocht worden, das alles. Weiß ich, also, keine Ahnung, dich juckt das nicht, du willst einfach trinken, fertig. Da gibt's kein Öl, wie eklig. Guck mal, wir haben aus dieser Dose getrunken. Guck dich mal an, wie die aussieht. Ja. Ich auch lustigerweise. Also ich habe zwar nicht geschlafen, außer 2 Stunden, aber da habe ich echt, also ich bin recht ausgeruht irgendwie. Joe, du musst dich heute hinlegen. Du hast seit 2 Tagen nicht geschlafen. Mir geht's aber gut tatsächlich. Und ich kann das, also es Joey Kelly ist gleich im Schlummerland. Was mich mehr ärgert, ist, dass mir das Feuer fast ausgegangen ist. Weil es hat mich gerade eben eine Stunde oder sowas tatsächlich weggenietet und es reicht jetzt aber auch, also vom Schlaf her. Und ich habe draußen gepennt. Ja. Ich habe irgendwann gemerkt, das ist scheiße, wir müssen alle hier rein. Ja. Wir müssen hier den Hang noch größer machen. Weil der ganze Taub, ja. Der kommt ja von oben nach unten. Genau. Weil hier ist es fast trocken, ne? Hier ist ein bisschen nass. Das sieht gut aus. Das ist alles noch von draußen. Ja. Habe ich in der Nacht irgendwann gedacht. Alter, Junge! Ja, kann ich bestätigen. Scheiße. Ja, das ist echt gut. Digga, ist das doch meine Socke, oder? Hä? Ich sitz auch da? Da brennen Socken. Da brennen die Socken. Ja, Bro, das. Digga, das war an Tag. Das war an Nacht 2? Ja, da haben wir's. Digga, das war on cam. Wie geil! Ich wusste gar nicht, dass das on cam war. Ja, ich hab meine Socken gefickt. Habt ihr gesehen, wie schwarz die waren? Ich hab meine einzigen geilen Socken, hab ich einmal gefickt. Guck mal, seht ihr das? Die sind komplett verkokelt. Na, jetzt denkt man sich, ja okay, die sind schwarz, aber nein. Das war dann so hart, dass das abgebröckelt ist und ich hab dann eine Socke sozusagen verloren. Hab ich schon mal eine reingeschmuggelt. Da brennen Socken, dir brennen die Socken, ausziehen schnell, du verbrennst dich zum Glück. Ah nee, Alter, echt jetzt, du hast jetzt die Socken verbrannt. Egal, was hat's so ab? Ja, die sind völlig schwarz, mach's runter, du verbrennst dich gleich. Wir haben wirklich das schlimmste Seven vs. Wild von allen Staffeln, in die ich jetzt reingeschaut habe. Ja, also das wird auch lustig, was so den Anspruch angeht, zu Anführungsstrichen craften, weil wir sind hier das tatsächlich. Ist Minecraft, Real Life. Ja, aber wir sind hier mit dem mit der Basis des Überlebens beschäftigt. Wärmeerhalt und Schutz vor den Elementen. Schutz vor den Elementen ist crazy. Mit einfachen Mitteln an Essen ranzukommen, aber derzeit haben wir echt keine. Du hast gar keine Mauer gebaut zum Schlafen. Nein, Retalk, ich muss sagen, dieser Schlafplatz im Flugzeug, ne, außer dass der scheiße kalt war, war eigentlich geil, weil ich eigentlich für mich war. Was anderes wiederum scheiße war, weil ich gerne, Retalk, ich war lowkey traurig, da ich nicht mehr mit Uwe kuscheln konnte. Weil dieses Kuscheln bringt halt wirklich was. Und ich war halt ganz alle, also ich habe legit gekuschelt mit den kalten Metallwänden vom Flugzeug. Keine Zeit irgendwie. Und bei den Füßen habe ich halt gekuschelt mit den Mädels. Mann, Digga, das klingt so scheiße. Aber bei den Füßen war ich immer bei denen so. Stufenlos einstellbar. Was war, Bro? Ja, da haben wir echt keine Zeit gerade für. Aber es kann sein, dass es nächste Woche lockerer wird. Es kann auch sein, dass es dann einfacher wird mit dem Feuer. Vielleicht bekommen wir zwischendurch mal XTX. Feuerstarter oder sowas. Oder stimmt, vielleicht kriegen wir heute einen neuen Koffer. 7 VS Wild, Daumen hoch. Daumen hoch. Cinema. Schön Sonne wieder, geil. 7 Uhr 46, minus 2 Grad. Guten Morgen, Leute. Boah. Es tut so weh. Aber ich
bin seit ein paar Stunden schon wach, aber ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie weiter liegen zu bleiben, damit ich mehr Energie bekomme. Ey, diese Nacht war tatsächlich noch schlimmer als die letzte, weil meine Füße einfach nicht warm geworden sind und ich halt komplett auf Metall lag. Danke für die geilen Streams. Heute hier alles auspolstern, weil, Junge, meine Unterseite, wo ich drauf lag, tat so unglaublich weh. Ja, das war so. Und? Also ich glaube, bei mir war es ein bisschen besser von der Unterlage her, aber Digga, über mir, links, rechts, direkt neben mir, alle, nur kalte Wände. Durch mein Atmen ist das Kondenswasser ja an den Wänden und ist legit auf mein Gesicht die ganze Zeit getropft. Es ist die ganze Zeit auf mein Gesicht getropft. Das ist kein Witz. Bro, ich bin immer jede Stunde aufgewacht, weil mein komplettes Gesicht nass war. Mir wurde richtig schlecht in der Nacht. Ich dachte wirklich, keine Ahnung, 2 Stunden lang, ich muss gleich komplett kotzen und alles geht auf Sandra. Also, es war richtig, richtig eklig. Mittlerweile ist das Gefühl weg. Die anderen meinten gerade, dass sie das auch hatten. Das sind die Entzugserscheinungen quasi. Also das, nee, nicht die Entzugserscheinungen. Das sind, das ist die Umstellung. Das der Schweiß von den Mädels, Mann. Das ist jetzt zum Glück gerade wieder weg, aber boah, das war richtig eklig. Ich habe die ganze Zeit Magenschmerzen. Ich habe Unterleibschmerzen extrem. Es ist wirklich unfassbar ekelhaft. Ich versuche die ganze Zeit meine Hand darauf zu halten, so als Wärmekissen, aber bringt auch nichts. Und ich muss meine Zähne putzen. Es ist einfach so ein widerliches Gefühl. Digga, Zähne putzen hatte ich allgemein. Waschen, Zähne putzen. Digga, das war mir alles. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht. Keine einzige Sekunde. Gerade entschieden, dass wir alle die eine Zahnbürste benutzen, die wir haben. Keine Ahnung, ob wir zwischendurch so ein heißes Wasser halten oder ein kochendes. Die irgendwie so wie immer. Jo. Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, ist mir auch scheißegal. Hauptsache, wir haben. Na klaro. Und ich brauche irgendwann was für meine Lippen. Junge, die sind so unfassbar trocken. Diese Luft, das fängt einfach alles hier. Und das war erst nach 2. Ich will das schaffen. Aber jede Nacht frage ich mich, wie? Frage ich mich, wie? Cinema, Trailer-Szene. Aber es wird schon. Es kann nur besser werden. Perfekto. Tag 3 hat begonnen. Tag 3 hat begonnen, Leute. Ja, wir haben gesagt Tag 3, aber es war eigentlich Tag 2. Tag 3. Checker. Chuck Norris. Stunden. Digga, nicht mal Tag 2. Oh mein Gott. Das ist krass. Jawohl, doch, Tag 2 hat schon angefangen sozusagen. Also checkt ihr, Tag 2. Wichtig ist tatsächlich, wir müssen uns jetzt bis auf weiteres, also vielleicht bis Ende von Woche 1, müssen wir uns wirklich aufs Bare Minimum konzentrieren. Wir müssen Holz holen, wir müssen die Matratzen ausbessern. Mhm. Hier die Matratzen draußen, die sind perfekt. Das heißt, wir müssen Gras sammeln, wir müssen... Gras und welche von den von diesen Ästen mit Blättern dran einfach, oder? Also alle. Ah! Ich hab's gehört! Hier die Matratzen draußen, die sind perfekt. Das heißt, wir müssen Gras sammeln, wir müssen... Gras und welche von den... Achtet drauf! Von diesen... Das war dieses Inreach, dieser Inreach-Sound, wenn man Code Green abgeschickt hat. Bei mir, das hat die ganze... Oder nee, entweder wenn man es verschickt hat oder wenn es die ganze Zeit gebuggt hat. Und jetzt kann ich es auch sagen. Ich hatte einen ganz Mini-Vorteil im Flugzeug. Ich glaube, die Mädels hatten das nicht mal, weil die halt so close an Wänden waren. Ich hatte einen Mini-Vorteil, dieser Inreach, den man hatte, der schickt ja die ganze Zeit Standort rüber, ne? Der schickt ja die ganze Zeit den Standort. Und dadurch, dass ich ganz hinten in diesem Flugzeug war, umgeben von Wänden, Metallwänden, hat mein Inreach es nicht geschafft. Oh mein Gott, die ganzen 50-Jährigen, die ein Hörgerät haben, ihr könnt aufhören reinzuschreiben, ich soll nicht mehr so schreien. Bruder, das war vor 5 Minuten, chill mal jetzt. Auf jeden Fall hat mein Inreach die ganze Zeit versucht, ein Signal zu senden in diesem Flugzeug, hat aber nicht geklappt. Und deswegen hat es die ganze Zeit versucht zu senden,
Die ganze Zeit, bis es richtig warm wurde. Also mein Inreach wurde, also war warm, aber ist halt dann richtig, also richtig schnell leer gegangen. Also ich bin aufgewacht und ich musste jedes Mal mein Inreach laden. Weil das direkt leer gegangen ist. Also es hat, ich weiß nicht, wie krass das was gebracht hat, aber es hat ein bisschen, also es war auf jeden Fall warm ein bisschen. Ne, es war jetzt nicht crazy, es war jetzt kein Handwärmer oder so, aber es war schon warm. Ästen mit Blättern dran einfach, oder? Genau, also alles, was auspostet, aber ich glaube, Chloe hat schon eine Idee. Dann müssen wir hier die zweite Tragfläche. Die 5G-Strahlung, Wache auf. Besser als der Backofen. Digga, ich schwöre, dieser Call mit Backofen ist Top 1 respektloseste Calls oder Versprechungen, die man machen kann in Sims White. Digga, dieser Backofen kann mich so am Arsch lecken, wirklich. Bauen, dass kein Kondens von oben kommt. Und alles andere. Noch ein Dach machen? Genau, ja. Und alles andere können wir wirklich ab Woche 2 machen. Ey, das war kacke. Das wurde auch gar nicht richtig angesprochen. Er hat es jetzt gesagt, ne, das Kondenswasser von oben kommt, dass wir da irgendwie so eine Plane machen, die so ein Dreieck hat. Aber nicht angesprochen, dass ich die ganze Nacht komplett am Arsch war mit diesem scheiß Wasser, was die ganze Zeit auf mich getropft ist. Wir haben hier nicht den Spielraum, einfach dann großartige Sachen zu machen. Gestern haben wir haben wir nicht so effizient Holz geholt, wie wir hätten können, glaube ich. Also nicht die Mädels, also ihr wart voll dabei. Nicht so, ich habe stundenlang nur Holz gemacht. Nee, aber wenn wir halt schauen, müssen wir halt wirklich schauen, dass wir zusammen die Kraft da investieren, weil ohne Feuer haben wir echt ein großes Problem. Komplett verloren. Wenn du uns irgendwann gegen Nachmittag, nachdem wir jetzt genug Holz gesammelt haben, du uns einmal sagst, was wir an Gemüse hier essen können, ja. Dann versuche ich uns das klein zu schnippeln und uns vielleicht eine kleine Brühe zu machen. Ja, also es ist relativ simpel und da würde ich auch... Sandra dachte, sie kocht. Bro, sie kocht nicht. Aus Effizienzgründen sagen, jeder verpflegt sich im Marsch selbst mehr oder weniger. Also wenn ihr Holz holt oder sowas und ihr seht dann die entsprechenden Pflanzen, holt euch 10, 20 von denen, bereitet ihr euch zu. Es ist, das ist etwas, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, Gruppenaussetzung wird richtig schwierig, weil die Ressourcen dann... Ressourcen? Also, jetzt loszugehen und für 7 Leute ein Frühstück zu machen, das macht wenig Sinn. Ja, aber das ist ja auch vollkommen okay, dass da jeder für sich selber arbeitet. So, der flying Kameramann macht mal geile Totalaufnahmen. Moment. Digga, wo bin ich? Aber schlaf ich doch? Digga, ich glaube, ich bin legit doch. Also ich habe safe nicht geschlafen, aber ich lag. Das ist dieses Classic. Du bist wach, aber du liegst noch im Bett und ne, normalerweise ist man auf TikTok und ich lag da einfach und hab. Real Talk, ich lag da einfach und hab immer nur zugehört, was die anderen sagen. Und ich lag da einfach. Ich hab nichts gemacht. Joe? Sind da Tiere? Siehst du die gerade? Die sind da. Auch. Ah ja. Alter, Tiere! Da. Was? Oha! Oh, geil. Ich hab's richtig drauf. Ja, perfekt. Oh mein cool. Gott. Wie cool! Essen! Alles voll mit denen. Im Mai ziehen sich viele Hirsche aus höheren Lagen in tiefere, geschützte Gebiete zurück. Dies hängt mit dem Wetter und der begrenzten Verfügbarkeit von Futter in den Bergen zusammen. Oh mein Gott. Julia, was siehst du? Alles. Also alle drei. Richtig nah. Ey Leute, ich werd Tierfotografin. Ich sag euch das. Oh, wie süß. So, nächster Cut, Joe Vogel mit einem selbstgebauten Speer, den er innerhalb von 10 Minuten gemacht hat und läuft den hinterher. Okay, nee, Stefan. So, ich bin ein bisschen den Berg hoch. Stefan Sauna Knupf. Gelaufen. Ich muss mich jetzt ein bisschen sozial ausgrenzen. Ich muss mich da ein bisschen rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Ich hatte mich ja gerade mit dem Joey Kelly darüber unterhalten, wie wir vielleicht etwas aktiver auf die Jagd gehen sollten, damit wir ein bisschen Essen ranbekommen. Und hat sich Joe wieder eingemischt und ja. Oh oh. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist die letzten 3 Tage, aber ja, ich weiß auch nicht. Irgendwas ist da im Busch, irgendwas ist da komisch, ich weiß nicht. Die Gruppendynamik. Ich glaube, sie kippt ein bisschen. Ich weiß nicht, was sein Problem ist.
Ich verstehe nicht, warum, egal was jemand sagt, immer gleich so dumm ist. Weil es eben nicht aus seinem Munde kommt. Das ist richtig crazy. Und das ging ja schon in Frankfurt am Flughafen los. Also es ist ja wirklich 4 Tage Dauerbeschallung. Er hört ja seit 4 Tagen nicht auf zu reden. Und seit 4 Tagen erzählt er so, was für ein krasser Typ er ist, was das krass ist, was er für krasse Touren gemacht hat, mit was für krassen Leuten oder mit was für schlechten Leuten, aber er sie alle krass durchgebracht hat. Es ist eine Dauerbeschallung, die nie aufhört. Ja. Wir lästern, ja. Aber ich check auf jeden Fall, was er meint. Also Joe hat schon sehr viel geredet. Und ich weiß auf jeden Fall, glaube ich, von 6 Büchern Bescheid, die er geschrieben hat. Als er aufwacht, fängt er an zu labern. Das ist echt schlimm, ja. Das ist kein Infragestellen seiner Fähigkeit oder so, weißt du. Das soll auch nicht als Diss rüberkommen oder irgendwie. Ich hab dann halt einfach so irgendwann... Ich kann nur von mir sprechen, ne, dass ich... Ja, nee, ich warte noch mit meiner Aussage. Ist mein Speicher halt voll von Dingen, die ich so anhören kann und aufnehmen kann. Und irgendwann ist es einfach gut, ja. Irgendwann ist es einfach gut. Genug in mich gegangen. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Schau mich hier nochmal ein bisschen um und guck, wo sich so Opossumhöhlen sein könnten. Warte mal her. Ih, was ist das? Hä? Ja, einfach nur Holz. Ich glaube, das muss so hart für alle Teilnehmer sein, Stefans Abschied anzuschauen. Es ist schon hart als Unbeteiligter. Ja, also, was für mich schwierig ist, ist halt... Guck mal, ich muss halt aufpassen, was ich sage, so, auf den. Das ist das Schwierige eher für mich. Weil ich habe auch eine Meinung, was das Ganze angeht, aber kann sie euch nicht sagen, weil, ja, sprich... Ja, also, ich habe eine eigene Meinung, aber ich will die erst später sagen, okay? Weil... Die Zeit, Jungs, die Zeit, okay? Ach, genau so kleinen Höhlen hier suche ich. Das Problem ist, hier gibt es Millionen davon. Ach, ja. Nein, nee, es müssen einfach mehr Folgen rauskommen, sag ich mal so. Da könnte einfach hier überall eine Ratte drin sitzen. Ratte! Ratti Carlo! Jetzt alleine hier rumstochern und die rennt da hinten raus. Digga, das hab ich doch. Das sehe ich zum ersten Mal gerade, wo der ist. Voll der geile Spot. Der sieht so cozy aus. Kackmist, ey. Ja. So. Ja. Du hast keine Ahnung vom Jagen. Ne? Also der hat den Jagdschein, nicht du. Also es ist heute Morgen. Oh Mann, ist das krass. Ja, jetzt lässt er die, das ist crazy. Ein bisschen der Krankenplatz war wirklich so ein Blödsinn. Aber ich sehe jetzt auch mal alle POVs. Ich sehe das, ich habe das ja, ne? Also ich habe schon mitbekommen, dass der und der mal über den und den gelästert hat, auch offcam. Aber das jetzt so zu sehen, ist auch mal... Wir haben hier unsere Aufgaben, die müssen wir halt irgendwie machen und fast alle beteiligen sich und dann wird halt wirklich gefährliches Zeug geredet. Er hat keinen Plan. Es geht nur darum, Bühne zu machen. Ja. Es geht nur darum, halt quasi Show. Irgendwie nur Show, irgendwie hier ja. Seven vs. Wild hier Placement zu bekommen, irgendwie machen wir Fischen, das machen wir... Das funktioniert ja alles. Jagen mit Knüppel. Und wenn man sich das anschaut, sieht man, dass da hinten und vorne die Basis nicht fehlt. Er erzählt halt Sachen, die überhaupt nicht stimmen. Und, aber nicht so eine Inbrunst und das Ding. Aber was ich auch finde jetzt, ne, ich war ja dabei, ich finde, als Zuschauer kann man gar nicht
Ich rede jetzt für keine Seite oder so. Ich sag jetzt nur als ich, der dabei war. Als Zuschauer ist man nicht überall dabei gewesen, was passiert ist. Ihr habt wirklich nur einen Bruchteil mitbekommen. Okay, also, aber ich glaube, man checkt das doch die nächsten Folgen. Das kann gefährlich werden. In welche Richtung das geht. Wenn wir jetzt seine Matratzen gebaut hätten oder den Umzug gemacht hätten, da wären alle Mädels wären draußen. Plus Hugo. Ja, klar. Keine Chance. Wir sind mit Uwe unterwegs. Moin, meine lieben Wutzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe und heute mit dabei. Mein Hurensohn. Wir haben eine Tonaufnahme wieder gefunden. Inklusive Batterien, falls unser Funkgerät, unser Rekorder leer ist. Denkt man durch die Kälte halt auch, ne? Entlädt sich alles wahrscheinlich ganz schnell. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht dürfen wir den nächsten Koffer suchen. Oder, ja, irgendwie so. Irgendwas wird es sein. Auf jeden Fall ist das eine positive Nachricht, weil Tonband heißt in unserem Fall, also denken wir, ist ja jetzt gerade unser zweites, dass es halt was Positives gibt. Es gibt einfach irgendwas. Und ein Irgendwas kann immer noch Hoffnung sein, eine Aufmunterung. Gänsehaut. Oder sonst was. Meine Fresse, ist das anstrengend. Das alles für eine scheiß Tonaufnahme. Hier, dann da hinten wieder hoch. Oh Gott. Man muss ehrlich sagen. Digga, ich weiß gar nicht. Also kann sein, dass ich den Tag wirklich schon komplett am Arsch war, ne? Ich glaube, das war sogar der Tag. Also ich war an irgendeinem Tag, bin ich aufgewacht, ich konnte nicht mehr, Digga. Ich war komplett am Arsch. Wahrscheinlich ist es der Tag, ich weiß nicht. Es ist hier wirklich eine reinste Zumutung und das ist so und ja. Das, ich glaube, das war auch nicht so geplant, dass es so eine krasse Zumutung ist. Ja, und ich sag dir, Julia, meine Füße brennen mir den Arsch ab. Und das Letzte, was mir noch fehlt, ist irgendwie Streit, Gruppenbildung oder sowas, weil das setzt mich selber auch irgendwie unter Druck. Voll. So und sowas hasse ich. Und meine Zuschauer, die mich kennen, wissen das. Ich hoffe, wir finden da irgendwie schnell eine Lösung. Und dann, das stimmt. Sammeln wir alle zusammen wieder unsere Hölzer für einen guten Kaminabend. Ja. Ich hab Neuigkeiten. Oh mein Gott. Holt den Rekorder her. Der Joe ist nicht da. Sollen wir auf ihn warten oder machen? Wo ist er denn? Scheiß auf Joe! Joe wollte nach den Schlingen gucken. Tante Gang, danke für den Subscribe-Sub. Die scheiß Schlingen, Junge. Die eine Schlinge scheint noch zu stehen. Ne, ich sehe sie nicht. Hoffentlich nicht abgerissen. Das wäre doof. Ne, die eine Schlinge steht noch. Zwei. Ja, das ist schön. Das ist fein. Ich sehe gar nichts. Genau, so Holz brauchen wir. Und zwar in Mengen. Bro dachte, er ist er und er kann einfach rausreißen. Bin schon ein bisschen weird zu sagen, das Letzte, was ich brauche, ist Gruppenstreit, aber dann das Aufspalten fördern, indem man mit gegen Stefan schießt. Nein. Bro, guck mal, ich finde, dass ihr könnt eigentlich wirklich wenig darüber sagen, wie das da ist, weil ihr nicht dabei wart. Ihr könnt nichts sagen dagegen. Weil, guck mal, das, was Fakt ist, was ich auch da gesagt habe, ist halt einfach, dass an Tag 2, Tag 1, Anfang jetzt Tag 3, Stefan halt nicht viel, beziehungsweise gar nicht mitgeholfen hat. Und auch manchmal wegging, ohne was zu sagen. Habe ich euch ja 100 Mal jetzt schon gesagt. Und dann kommt ihr mir mit, Scouten ist wichtig? Ja, okay, dann soll er callen, dass er scouten geht. Ist das Pflicht? Naja, wenn man in einer Gruppe am Überleben kämpfen ist, ist es schon geil, wenn man wüsste, wo die anderen sind, ja? Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Also wenn man jetzt kurz weggeht, zum Beispiel als ich kacken gegangen bin, habe ich jetzt auch nicht gesagt, dass ich jetzt weggehe und kacken gehe, oder glaube ich zumindest. Aber wenn man jetzt mehrere Stunden weg ist, dann sollte man schon callen. Oh Gott. Oh Gott. Aua, das tut weh. Bro, war das nicht überdumm, was er gemacht hat?
trockenes Hals. Ah, jetzt habe ich mich ein bisschen angehauen. Naja. Ja, boah! Geil! Ah, fuck. Digga, das wäre so krass, wenn er einfach so ausrutschen würde und er würde den ganzen Berg einfach so runterrollen und man würde alles in der GoPro sehen, wie das so die ganze Zeit so rumrollt. Ich sag's nur, weil sonst sagt's ja keiner. Aber das wäre krass. Oh, ist das rutschig. Ich halte mich immer an den. So unnötig viel Arbeit mit dem Feuer holen. Oh mein Gott, bitte, wirklich, haltet die Schnauze, Alter, wirklich. Was für unnötig, Bro. Wir brauchen Feuer, wir versuchen dieses Feuer die ganze Zeit am Leben zu halten. Hä? Spuren, die wir hier angelegt haben, die haben wir auf Wildwechseln gesetzt. Und die sind normalerweise relativ fest. Halt Subject, Digga, wir müssen Subject bald gehen, ich halte das nicht mal aus. Die ganzen Möchtegern-Survivor denken, die können alles besser. Ne, ich bin auch ein Möchtegern-Survivor, weil ich da mitmache und keinen Plan hab. Aber Bro, wenn ihr selber da seid, dann checkt ihr, was Lage ist. Ihr sitzt zu Hause schön chillig mit eurem Bierchen und sagt, mach doch das, mach doch das. Ja, Bro. Ich würde sagen, dass wir es uns schon mal anhören, damit wir vielleicht direkt jetzt drauf reagieren können, je nachdem, was es ist, und das schon holen können, bis Joe wieder da ist, oder? Auch eine gute Idee. Das Ding ist ja, wir können ja zweimal anhören, das Ganze. Ja, genau, wir können sie mir danach zeigen. Ja. Und Stefan auch, wenn der irgendwann Wo kommt. Wo ist der Rekorder eigentlich? Bitte? Der Rekorder? Der Rekorder ist, Ja, geh kurz Subshit, ich halte es nicht mehr aus, Real Talk. In der schwarze Kiste. Hier vorne. Ey, Joey filmt wieder mehr. Hier? Aber ich dafür weniger. Hier drin? Ja, hier drin, müsste. Ja. Boah, alles abgefroren. Ui. Okay. Das ist jetzt sehr spannend. Das geht um alles oder nichts. Ich hoffe, da ist erstmal eine Entschuldigung drin, dass es so kalt ist. Oh, was mich auch interessiert, ob die, wahrscheinlich nicht, ob die Sachen wirklich neu aufgenommen haben oder ob die schon alle pre-aufgenommen waren. Wahrscheinlich waren die schon alle pre-aufgenommen. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Funkspruch 2. Oh. Werkzeugkoffer. Oh. Standort. 400 Meter Luftlinie in Richtung Nordost vom Flugzeug aus. Laufdistanz ca. 600 Meter. Wegbeschreibung. Lauf erst auf eurer Seite des Flusses ca. 250 Meter flussabwärts. Und bei dem Call wusste ich direkt wohin. Ich wusste direkt. Ich habe mir das im Bild vorgestellt, weil ich mit Uwe ja schon da so ein bisschen lang war. Wir wussten direkt. Dort stoßt ihr auf einen kleinen Bach, der aus Richtung Norden im Fluss mündet. Folgt diesem Bach ca. 350 Meter bis zu einem 6 Meter hohen Wasserfall. Dort befindet sich ein Koffer an einem Baum. Da waren wir doch, oder? Also nicht der Wasserfall, aber den Bach, den er meint. Okay. Hat jemand schon mal jetzt einen Wasserfall gesehen die Tage? Wasserfall nicht, aber wir wissen, welcher Bach. Ja. Okay, das heißt, wer will denn gehen? Ich würde gehen. Freiwilligen? Also ich würde auch gehen, weil ich gehe jetzt davon aus, dass Hugo und ich da schon fast waren. Ja. So. Okay. Oh, das wäre, Digga. Bro, bitte sag mir nicht, dass das die genaue Position von diesem Koffer ist. Neue. Ich geh nochmal Hände aufwärmen. Checkst du? Du hast auch Handschuhe, ich hab gar keine. Warum hast du eigentlich keine? Weil ich so hart sein will wie Joey Kelly. Boah, Gänsehaut, Digga. So, wir kriegen eine Werkzeugkiste. Vielleicht haben wir Glück und da ist auch ein Feuer Magnesiumstarter. Aber selbst wenn nicht Feuer Magnesiumstarter? Das ist für eine Säge, würde ich eigentlich ja, gesehen. Weil da können wir hier die Bäume absägen. Und dann können wir uns Schutz machen, ja, das wäre sehr cool. Das wird genial. Das hört sich alles sehr gut an. Okay. Danke, Fritz. Zehn Uhr. Okay, das ging schneller als erwartet jetzt aber.
weiter. Richtung Werkzeugkoffer. Robert, sag mir, gibst du es ab? Ganz langsam gehen. Keine Energie verschwenden. Weil da ist eh nichts zu essen drin. Gehe ich von aus einfach. Wir haben gerade über eine Säge spekuliert. Digga, auf Sirius jetzt? Ich glaube, also wirklich ohne zu übertreiben jetzt. Ich glaube, stand da, war ich im, vom Energielevel her, vom Körperlevel her, so genauso weit wie Tag 5 No Food Challenge. Hätte ich gesagt. Ne, das war jetzt Tag 3, aber durch diese scheiß Kälte verliest du ja viel schneller alles. Blablabla. Mann, Digga, was ist das? Was sind das für lange Texte? Ich glaube schon, wenn ihr sagt, dass man nicht alles mitkriegen kann, USW, aber muss auch sagen, ich finde es einfach schwierig. Man merkt ja, wie Joe von Anfang an alle seine Ideen schlecht geredet hat und die einzigen, die sich den Wald angesehen haben, waren... Ja, also, wie, guck mal, das, was ich jetzt sage, ist, Joe hat Scheiße gemacht, Stefan hat Scheiße gemacht und Joey Kelly war halt ein bisschen so auf Seite von Joe halt und hat dann automatisch auch ein bisschen Scheiße gemacht. Aber jetzt halt die Frage, wer hat am meisten Scheiße gemacht? Und das werden wir in den nächsten Folgen sehen. Hugo, was denkst du, was da drinne? Ich will Sachen sagen, aber ich weiß nicht, ob sie erlaubt sind. Was? Ja, hoffen wir mal, das ist echt. Eine Säge, ja, was okay, ich ist sagen? Nett, aber im Endeffekt brauchen wir noch viel mehr. Ja, schau mal, ich hatte... Real Talk jetzt. Was, warum Werkzeug? Brauchen wir gar nicht. Bro, oh mein Gott, ich entschuldige mich für diese Aussage, okay? Wir waren nicht im Klaren, wie krass Werkzeuge sind. Okay, ich wusste wirklich nicht. Es tut mir leid für diese Aussage. Ich distanziere mich von dieser Aussage sogar. Diese Aussage war sehr dumm von mir. Ich möchte mich distanzieren und ich bereue diese Tat sehr. Oder wenn juckt Werkzeug ist. Ja, ich brauch Essen, ich brauch Wärme, wir brauchen bessere Schlafsäcke. Lackschuh Fritz, bitte. Gib doch irgendwas. Aber vielleicht ist in der Werkzeugkasten einfach, keine Ahnung, voll die Snacks drin. Ja, klar. Oder Fleisch zum Grillen, wer weiß. Ja, das so, ist doch kein Werkzeug. Ja, für so als Verarsche. So. Okay, jetzt müssen wir hier wieder hoch, ne? Jetzt müssen wir hier wieder hoch. Dann sind wir so, ja, dauert noch. Fast, ja. Wurde dir vielleicht kommuniziert, ob es auch diesmal Uncut-Folgen geben wird? Ich hoffe. Alter, ich hoffe. Bruder. Ich hoffe so sehr. Bro, bitte, Simmons White Team, bitte Uncut-Folgen. Bitte. Ich will von den anderen die Uncut-Folgen sehen. Bitte. Auch von mir selber. Ich habe so viel gefilmt. Dazu muss ich sagen, ich habe sehr viel Scheiße gefilmt. Ne, muss man dazu sagen. Und ich verstehe, wenn das nicht in der Folge drin ist. Aber ich habe richtig viel gefilmt und es ist richtig wenig drin davon. Sehr wenig. Digga, alleine Tag 1. Bro, ich habe wirklich die Hälfte meines Tages verschwendet für diese scheiß Toilette. Und sie hat nicht einen Cut haben die gewürdigt. Die wurde nicht mal gezeigt bis jetzt. Der Weg hier, seht ihr den Trampelpfad? Und hier geht es direkt runter, abwärts. Schön, die Schnauze fahren. Also die einzige Uncut-Folge, die ich mir nicht anschauen werde, sind von Joe Vogel. Da müsste ich 24-Stunden-Stream machen. Wahrscheinlich sogar mehr. Wie das ist. Sehr, sehr gefährlich. Kannst du direkt abrutschen und bist dann direkt da drin. Stefan war da? Und der chillt ja immer noch da. Digga, ich hab komplett vergessen. Guck, das war. Er ist richtig lange weg einfach. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach auf Spaß jetzt mal. Ach so, ja klar, auf Spaß. Zu schauen, wie kompliziert das ist, hier ein Feuer zu bohren. Ich kann dieses Feuerbohren nicht erzählen, Real Talk. Also im Sinne von... Ich hab nichts gegen Stefan, okay, ne, ich find ihn auch nett und so, aber Bruder, was für... Bro, wir haben doch Feuer! Schaff ich. Wir haben doch Holz! So, hier, kleines Loch reingemacht. Also für den Content finde ich das super, aber auch nicht, wenn man es die ganze Zeit macht. Jetzt ein Stein. Die ganze Zeit. Auf dem mein Bohrbrett aufliegt.
Dieses Bohrbrett wiederum wird von diesem Holz gehalten. Alter, Brett, also ist sehr viel. Farbe, Abrieb, perfekt. Alles perfekt eigentlich. Ja. Aber das letzte Fündchen Glück hat jetzt gerade gefehlt. So, jetzt gehe ich noch ein Stück hier rüber. So. Was hat jemand geschrieben? Er testet, ob er Feuer machen kann, weil er ohne Licht vom Flugzeug wegkommt. Ah, auf den, er will sich verpissen. Okay. Checke. Ist das Pulver nicht okay, doch. Ist auch ein bisschen wenig Abrieb. Ja, doch. Wir sind noch im Materialtest. Wir sind immer noch in der Probephase. So, ich bereite mal vor. Und dann geht's Nummer 2. So, hier haben wir die Mündung. Probephase. Also. Tag 10 immer noch Probephase. Müssen wir jetzt einfach direkt da rein. Let's go. Dann halten wir jetzt mal die Augen auf hier. Auf dem Baum. Hier sind viele Bäume, Bro. Ja. Meter noch mal rein, dann so 300 oder so, ne? Das ist für mich ist das der Throne des Bärwald. Ich kann diesen Wald nicht sehen. Scheiße. Oh nein! Das Ding ist. Trailer, Cinema. Grüß ein bisschen. Grüß vielleicht. Ich weiß gar nicht, weil es weh tut, sondern weil alles einfach so schlimm ist. Ja. Ja. Oh Mann! Es ist wirklich schlimm, ja. Ich kann nicht mal mehr ein Holz abbrechen, ohne gegen das Flugzeug zu knallen. Was ist das für eine Scheiße? Wenn ihr das gerade gesehen hättet, ne? Ich habe ein Stück Holz abgebrochen und bin einfach um 180 Grad habe ich mich gedreht und bin gegen diese Kante hier komplett mit meiner Fresse komplett gegengeknallt. Du bist hier ganz leicht geschwollen. Ja, ist auf jeden Fall. Digga. Oh, ich zeig's mal ganz kurz, Julia. Oh, Junge. Ja. Sind meine Finger kalt genug? Ja. Es ist auch nicht gut, dass sie kalt genug sind. Danke. Das ist. Wow, du triffst nicht mal Julia. Ich war nicht da. Sonst hätte ich natürlich gemacht. Oh. Ein bisschen Schnee oder sowas. Also ja. Hier ist auch kalt. Ich stell dir vor, hier so eine Platzwunde mir geholt, ey. Ja. Das wäre krass, Digga. Das wär crazy Code Yellow. Digga, sie knickt so ab, komplett mit Kopf im Flugzeug. Alles blutet, sie muss raus. Reparieren, wenn wir hinbekommen. Ja. Ah, nee, alles gut, okay. Julia ist aber eigentlich tough, oder, Mann, Bruder? Dieses ganze Gelaber, tough, stark, bla, bla, bla. Bruder, wenn jemand weint, ist er nicht gleich eine Pussy. Digga, seid ihr scheiße? Digga, ihr seid eine Pussy, wenn ihr über irgendeinen entscheidet, weil er weint oder was auch immer oder sagt, dass Weinen schwach ist. Oder ihr seid Opfer, wirklich. Also, ich finde das wirklich so hirnlos einfach, wenn Leute. Nur weil jemand weint, ah, Pussy. Nein, Bruder, ihr seid die Pussy. Retalk. Weitermachen, ja. Oh, danke. Danke, Joe. Oh, Junge. Scheiße hier. Ohne Spaß. Sollen wir es einfach mal schreien? Ich glaube, einmal Emotionen rauslassen lassen. Komm. Stimmt, wir haben doch gar nicht geschrieben. Okay. Ah! Oh, Junge. Okay. Jeder einmal.
drei Zeit. Wie das mit Fuck? Okay. Alle drei zusammen. Eins, zwei, drei. Tot, 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 tot. Wie das funktioniert? Okay. Ja, jetzt Cinema, Cinema. Eins, zwei, drei. Fuck! Wow, Trailer. Digga! Eins, zwei, drei. Alter Mann wird verrückt. Mann, Digga, ich hätte mir da nicht mehr so gewünscht, dass ich da gerade dabei gewesen wäre. Ach du Scheiße. Einfach mal Emotionen lassen. Ich muss doch mal. Joey, du auch. Digga, wie, es ist alles, an diesem Clip ist alles perfekt, dass man ihn nur zur Hälfte sieht, dass er so weit weg ist, dass er seine Arme hochhebt. Alles an diesem Clip ist perfekt. Einfach Scheiße. Mal Emotionen rauslassen, Alter. Gut, alles gut. Ja. Ach, ja. Uns kann nichts passieren, das ist okay. Und wir kriegen jetzt Werkzeug, das ja. heißt, ich muss nicht mehr brechen. Ja. Alles wird gut. Alles wird gut. Oh mein Gott. Oh. Digga, was ist das für ein Scheißweg? Bist du über Fluss? Ja, hier ist Scheiße. Der Wald. Jetzt kommen wir nur hier durch. Oh, ich hasse diesen Scheiß vom Ort. Du bist hier drüber. Hä? Da drüber. Ja. Stefan geht mir auf den Sack. Ich war da komplett am Arsch, wirklich. Ich war da. Das war wirklich. Das war richtig dumm von mir, damit zu gehen. Ich war komplett am Arsch. Komplett. Also wirklich im Arsch. Wirklich komplett. Merkt man gar nicht. Weiter geht's. Warum bist du dann damit? Mann, ich wollte irgendwas erleben, deswegen. Eigentlich hätte ich gar keine Kraft gehabt, damit zu gehen, aber ich wollte mit, um irgendwas halt wegen der Langeweile. Ich wollte irgendwas sehen einfach. Das wär's gewesen. So, ich würde da nicht drauf gehen. Ja. Geh einfach da drüber. Aber hier hat man so einen Überblick von beiden Seiten. Das ist voll geil, wenn du hier so entlangläufst. Ganz kurz, ich hab grad Halluzinationen, dass ich den Koffer gerade gesehen hab. Ist das der Koffer? Läufst. So, ich will da nicht drauf gehen. Ja. Geh einfach da drüber. Aber hier hat man so einen Überblick von beiden Seiten. Das ist voll geil, wenn du hier so entlangläufst. Ich glaube, es ist nur der Baum. Eine Wildcam, einfach 3 Meter hoch. Damit man die Vögel spottet. Das Leben ist. Digga, ist das Gras? Ist das Gras? Gras? Ja. Moos meinst du? Nee, Gras. Wo ist Gras? Da. Warte, ich komm. Lass kiffen. Lass kiffen. Lass kiffen, ist so krass. Hast du schon mal gekifft? Ach, du meinst Marihuana, meinst du? Ja, Gras halt. Nein, nein, das sind nicht die Pflanzen. Hast du schon mal gekifft? Weiß ich nicht. Wie, weißt du nicht? Ich hab noch nie gekifft. Real Talk, ich schwöre auf alles. Ich habe noch nie Drogen genommen, Real Talk. Mich interessiert es, wie Kiffen ist. Vielleicht würde ich es irgendwann machen, aber ich halte die Finger weg von Drogen. Aber also wirklich, das ist kein Witz, ich schwöre auf meine ganze Familie. Okay, das Einzige, was ich mal hatte, ist 1, 2, 3 Schlücke Alkohol. Ne? Aber ich war auch nie betrunken oder nie angeschwipst.
Nie. Also ich nehme keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, nix. Also Alkohol sind ja Drogen, aber ihr checkt. Das sind definitiv keine Hanfpflanzen, Digga. Das sieht aber so aus. Nee, nee, die sehen anders aus. Lieber handelt es sich um Farren. Ich wollte gerade sagen, dass ich dann denke, dass das Farren ist. Weil ich das gelernt habe dann. In Neuseeland gibt es zahlreiche verschiedene Farne, die in Notzeiten von den Maori als Nahrung genutzt worden sind. Was? Achso. Hätte ich dir schon was erzählt. So, warte mal, hier. Nee, wir müssen einfach, Digga, wir müssen viel bis 600 Meter, Bruder. Wir haben vielleicht 50. Ja, aber... Okay, wir sind close, wir hören Wasserfall. Ja, 100%. Ja, ja, 100%, ja klar. Na klar. Ach, scheiße, kann auch sein, fuck. Das ist aber auch ein Wasserfall. Alter, ich hoffe, ich gehe aufs Maul, Alter, meine Lichter knipsen aus. Spaß. Digga, wie rede ich da? Was? Das ist aber auch ein Wasserfall. Alter, ich hoffe, ich gehe aufs Maul, Alter, meine Lichter knipsen aus. Naja. Spaß. Also. Naja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich mach mal das Cockpit zu von dem Blech. Ich habe mir gestern unter meiner Matratze habe ich das Blech weggemacht. Digga, Blech einfach, Backblech. Ich würde diese Klappe ja? Noch nicht wegmachen. Nee, die würde ich lassen. Das heißt, du willst. Ich würde zwischendurch, bis wir da was gemacht haben, würde ich hier ein Blech reinrödeln mit top. Leine. Top. Weil dann hat man ein bisschen den. Für den Stärk. Backofen! Digga, warum muss ich die ganze Zeit husten? Falls es wirklich hier regnet, schneit, windet, Sturm, dann haben wir einen Schutz, wo wir mit 7 Leute. Würdest du sagen, es war wärmer im Flugzeug? Auf gar keinen Fall. Die hier drinnen halt überleben. Auf gar keinen Fall. Das wird dann sehr kuschelig, aber hat was. Ja. Das ist dann so, ist wie so eine Biwakschachtel in den Bergen, ist das so? Genau, so eine Blechhütte. Ja, genau. Uhr 10. Auf einmal sind nur 5 Minuten vergangen. Hä? Ich check die Zeit nicht. Der Stefan immer noch da, das ist so krass. Wir sehen den Wasserfall. Guckt ihn euch an. Oh, was ein schöner Wasserfall. Wow. Ja, das ist doch kein Wasserfall. Das ist ein kleiner Wasserfall, siehst du? Aber ganz kleini. Ja. Kleini. Da, wo das Wasser fällt, ist ein Wasserfall. Und das weiter. Aber wohin? Das ist die Frage, links oder rechts? Rechts, safe, 100%. Ja. Oh, wohl. Können wir hier hoch? Auf einen Baum, das kann ja links oder rechts sein. Lass uns aufteilen. Okay, ich gehe links. Okay. Alright, wir teilen. Das Aufteilen war vielleicht nicht die beste Idee. Ich das auf, schon alleine jetzt. Also wir haben jetzt gesplittet, weil es war so eine Art Weg rechts am Fluss entlang und links am Fluss entlang. Und ja, ich glaube, man checkt das. Meine Kraft. Oh, Puta. Meine Kraft verlässt mich. Wie rede ich? Hä? Wie rede ich? Ich habe mal bei einer No-Food-Challenge mitgemacht. Ich musste nach Tag 5 abbrechen. Wir haben jetzt Tag 3. Aber ich bin locker re-rap 30 km/h, wollte ich gerade sagen, Kilometer gelaufen. Digga, merkt man, dass ich am Arsch war? Also ich war wirklich komplett tot. Komplett. Das ist crazy. Digga, guck mal, wo ich hier lang gehe. Was ist das? Aua. Digga, das sieht so aus wie diese kleinen Büsche, wo man immer Ball suchen muss. Fußball. Oh, ich fall um. Aber ich. Ich bin umgefallen. Ich halte es nicht aus.
Scheißendreck. Weiter. Wie lange noch? Ja, Bro. Guck mal, ich weiß nicht, warum die es so lange reinschneiden, aber ich war wirklich komplett. Also ich glaube, das ist wichtig, dass sie das so reinschneiden, damit man sieht, ne? Ich war komplett am Arsch. Erste Nacht nicht geschlafen, weil ich die ganze Zeit Hiebe bekommen habe und es scheiße kalt war. Zweite Nacht nicht geschlafen, weil ich die ganze Zeit Wassertropfen an mein Gesicht bekommen habe. Wegen dem, ne, wenn man atmet, dann geht das ja an die Mauern. Und bei mir waren die Mauern halt so und dann ist das wieder so runtergetropft. Hallo Hugo, ich hoffe, dir geht's gut. FBN, danke fürs am 4. Und, ne, es ist kalt, kein Essen. Digga, ich war komplett am Arsch. Komplett. Ich weiß noch, an dem Tag, ich war wirklich kurz davor. Ciao, haut rein. Ich kann nicht mehr. Also nicht von Psyche her war, glaube ich, ab dem Tag kein Problem mehr. Ne, ich hatte mein Mental Tief. Tag 2 hatte ich mentales Tief. Hab realisiert, scheiße. Tag 3 war mental wieder alles okay. Aber da hat der Körper ist komplett tot. Komplett. Digga, guck mal, wo ich bin. Jo, ich war auch so hoch. Ich bin die ganze Zeit so gestiegen. Scheiße, wenn ich hier aufs Maul gehe, bin ich tot. Ich hab das Ding jetzt hier nochmal angespitzt. Hier ein neues Loch vorbereitet, das muss ich jetzt einbohren. Das ist die Probephase, Jungs, das ist die Probephase. Oh mein Gott, nein, oh, hat er sich jetzt wehgetan? Ach du Scheiße. Das ist so ein richtiges Ding. Oh mein Gott, Bro. Sehen können. Ach du Scheiße. Ach du, Digga, ich wusste nicht mal was davon. Was? Er hat uns nichts davon gesagt, glaube ich. Er hat nichts davon gesagt. Juckt auch nicht wirklich. Ja gut, juckt. Ja, okay, juckt auch nicht wirklich. Komm, Foulcraft, dann bis am 13. Absolut perfekt. Er zeigt das 15. Loch, was genau gleich aussieht und sagt perfekt. Fehlt mir einfach dieser Millimeter, ne? Dieses halbe Grad. Man muss ja immer von allem, was man tut, einen Lerneffekt mitnehmen. Der Lerneffekt ist, ich drück zu fest, glaube ich. Als ich meinen lockerer gelassen habe, weil das Holz halt wirklich, es kommt mir vor wie Karton. Das Karton. Holz kommt mir vor wie Karton. So weich ist es. Das ist irre. Na, ich denke mir mal was aus, ich denke mal drüber nach, versuche das Ganze nochmal zu reflektieren. Pack das jetzt ein und dann geht's weiter. Der Superfund. Was ist das? Chaga. Was ist das? Der Chaga-Pilz? Oha, er weiß sogar, was es ist. Ist ein parasitärer Pilz, der vor allem auf Birkenbäumen in kalten Klimazonen wächst. Was für ein Riesenteil, hä? Hä, was bringt der? Ultra krass. Digga, wer schreit da, hä? Wer hat da geschrien? Was ist das? Teil, hä? Ah, ich hab Uwe. Ultra krass. Ja, oh mein Gott, hä, wie kacke, man wird einfach gespoilert.
Ich hab mich verwandelt. Ah! Da hinten schreit irgendjemand. Digga, ich glaube, ich krieg's nicht mehr hin. Ich fall um gleich. Ich muss kurz hier liegen bleiben. Oh. Jesus Maria. Oh mein fucking Gott. Jetzt eine Pizza Margarita. Ich entschuldige mich, sorry. Oh mein Gott. Ich war nicht klar bei Sinnen, okay? Ich war Retalk nicht klar bei Sinnen. Ich hab keine Ahnung, was ich da gelabert hab. Ich weiß es nicht. Das ist geil. Scheiße. Pizza Margarita ist krass. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, von hier hoch zu klettern. Das gefühlt so steil wie eine Wand. Hugo pisst da hinten erstmal. Okay. Spider-Man. Digga, ich will verrecken, Bruder. Er spielt einfach Spider-Man. Was eine Scheiße. Oh mein Gott. Oh, Alter, das ist geil. Jetzt sehe ich endlich mal seine POV. Bro, ich hab... Und mit dieser Energie von nichts so eine Kacke machen. Ja, aber so ist es ja. Wir wollen surviven, ne? Da ist es halt so. Als Survivor. Verstehst du das? I'm a survivor. Das Ding ist auch... Bro, ich glaube, bei jedem war der Verstand weg. Nach Tag 3. Digga, jeder hat so... Jeder war ein bisschen shit so. Du weißt ja nicht, wo der genau ist, der Koffer. Das heißt, du läufst und das fickt deinen Kopf. Du weißt nicht, wann das Ende kommt. Du weißt nicht, ob die Energie langt. Die Stars hast du nicht gesehen. Ich weiß auch nicht mehr, ob auf der Tonaufnahme gesagt wurde, rechte Seite, linke Seite vom Wasserfall. Ich weiß es nicht. Ja, der Wasserfall geht dann auch da hinten weiter. Amenas die Kerem, wie soll ich denn hier hinkommen, Alter? Oh Gott, den Spot kenne ich, den kenne ich. Was? Digga, ich hab mich schon gefragt, Alter. Ich hab mich schon gefragt, nämlich. Digga, bin ich, also ich war da auch, das seht ihr auch gleich. Ich war da und dachte mir, Digga, der ist niemals hier lang gegangen. Weil da war es so, egal auf welche Steine du gegangen bist, es war so krank rutschig. Alter, wie ist er auf die Fresse gegangen? Was? Bro, er hätte legit seinen Kopf anschlagen können, tot. Ja, okay, ich glaube, das sieht die Kamera heftiger. Oh, Digga. Ja, ich bin umgefallen, aber ich habe eine Regenhose an, Digga. Weil ich ein Survivor bin. Oh Gott. Oh, das hat jetzt gerade ganze Energie gekostet. Wicken Chinks, danke, dass du Scheiße hast. Ja. Dritter Tag. Und immer noch nichts zu fressen. W. Er muss hier Kletteraktion Digga, machen. Aber interessant. Ich sage euch gleich, warum interessant. Mit scheiß Werkzeugkasten. Ich bin gerade dabei, da oben ein bisschen Holz zu machen, den Hang hoch, da unten ist unsere Abschlussstelle. Ja, den Hang hoch, den Hang runter, immer mit ganz langsamem Schritt, so ein bisschen wie bei Höhenkrankheit. Ohne Joe, wären am zweiten Tag schon alle tot gewesen? Ja, tot nicht, aber Cordiello. Oh, der Cordiello wäre dann gezündet worden. Der Körper reagiert jetzt auch so ein bisschen. Auf die Energielosigkeit ähnlich über. Retalk, ich glaube. Ich weiß gar nicht. Also ja, man kann das. Also ne, na klar, also ich bin 100% dankbar, dass Joe da war. Aber ich glaube, ich wäre mir nicht sicher, ob ich rausgegangen wäre an Tag 2.
Weil ich bin ehrlich, ich glaube für Tag 1, ich rede jetzt nur von Tag 1, für Tag 1 hat es keinen Unterschied gemacht, glaube ich, ob Joe dabei gewesen wäre oder nicht. Tag 1 war einfach scheiße, du legst dich einfach auf die Wiese fertig. Er hätte jetzt keinen Unterschied gemacht. Ne, da war jetzt nichts, wo irgendwie gecarried wurde. Tag 2 schon eher. Also Tag 2 hat er, also, ne, Joe auf jeden Fall gecarried mit den ganzen Infos und so. Dann kann ich mir und ne, das sieht man auch in anderen Folgen. Aber Tag 1 hätte ich jetzt gesagt, hätte jetzt keinen Unterschied gemacht. Dass ich einen sehr schnellen, hohen Puls habe. Aber sonst ist die Energie da. So weit bin ich eigentlich zufrieden. Real Talk, ich glaube, wir hätten sogar Tag 1 Feuer gemacht, wenn Joe nicht da gewesen. Ich will nicht den machen! Ich will nicht den machen, okay? Aber ja. Ich bin mal vorbereitet mit meinem Training. Passt soweit. Ja, geiles Setting. Mindset ist gut. Wir alle wollen da durch, wir alle wollen das schaffen. Und es gibt keinen Grund aufzugeben. Da kommen jetzt auch. Womit denn? Sonne ja, Bro, hin. Wir hatten eine Fackel und zwei Streichhölzer. Das steigert dann nochmal die Motivation. Ja, werden wir nur manchmal zwischenmenschlich nicht mehr, aber das gehört halt auch irgendwie dazu. Und im Zweifel können wir es ja immer noch so machen wie beim Absturz der argentinischen, glaube ich, Fußballmannschaft in den Anden. Die haben ja irgendwann Kannibalismus betrieben, also. Uiuiui. Wenn sich jemand zu sehr von der Gruppe absondert, haben wir zumindest. Das ist krass. Jo, lass Stefan essen. Probleme mit der Nahrungsbeschaffung. Falls jemand meinen Humor nicht versteht, das ist ein Witz, okay. Good one. Schade. Boah, man merkt aber, dass bei jedem so, ne, man hat einfach viel weniger Kraft. Also klar ist rutschig, aber normalerweise geht man ja so, dass man nicht rutscht. Wo ist Hugo? Hugo? Ach du Scheiße, er ist weg. Wenn der verlaufen ist, ne? Auf dem Baum. Wo ist Hugo, verdammt? Ich liege hier seit 5 bis 10 Minuten. Ich kann nicht wieder aufstehen. Das geht nicht. Ich bin noch richtig blass, glaube ich. Ich brauche was zu essen. Ich hab's nicht gesagt, Jungs. Das ist der Troll des Bärwald. Die letzten Tage viel zu viel gegangen, gerannt. Hoch, runter. Kein runterholen, nur hoch, runter, Berg. Kein runterholen? Hä, was meinte ich damit? Ich bin die letzten Tage viel zu viel gegangen, gerannt, hoch, runter, kein runterholen. Achso, ich meinte das sogar ernst. Oh mein Gott, weil ich hoch, runter gesagt habe. Oh mein Gott. Nur hoch, runter, Berg. Ich habe mich überanstrengt. Scheiße. Ich versuche jetzt irgendwie noch zu Uwe zu kommen. Ich glaube, der ruft mich, aber... Ich kann. Alter, meine Pupillen! Warum sind die so dünn? Was heißt das, wenn die Pupillen so dünn sind? Oder so klein? Ah, hell, weil es hell ist. Ah, checke. Okay. Ich kann nichts machen. Koks! Ah, da geht der Wasserfall noch. Hugo! Oh, er hat's gefunden! Ich hab den scheiß Werkzeugkasten. Ja, geil. Oh, es ist wie nur Gasthaus. Nicht ganz so, aber. Ach, nicht mal ansatzweise. Komm, wir wollen nicht übertreiben, ne? Ja! Oh.
Aber immerhin so ein Erfolgserlebnis. Ich werde mich dafür auch heute nicht mehr bewegen. Ich will wie ein König bitte behandelt werden. Da ist die Kiste. Alter, wie die da liegt! Bro, was? Wie in so einem Spiel, Digga, man muss ein Level machen und dann liegt die da als Ziel. Irgendwie geil. Alter, da ist ja wirklich ein richtig geiler Wasserfall. Was? What the fuck? Kannst du sie sehen, da. Wo ist Hugo, Mann? Wo ist Hugo, Mann, ja? Entweder hat das Team das Ding mit einem Heli abgelassen, Alter. Oder irgendeiner hat 10 Kohlenhydratenriegel gegessen und sich gedacht, komm, ich mache eine kleine Expedition. Auf den, ich hab nichts zu tun in Neuseeland, weißt du? Möchtest du mal eine Reaction gemeinsam mit einem Zuschauer machen? Auf gar keinen Fall. Boah, das ist echt ein Krampf mit keinem Fressen im Bauch. Null Energie, das zu machen. Also das ist so ein Kopffick, weil man denkt so, ah, ich muss ja die nächsten Tage auch mal was machen. Jawohl, wie geil ist das denn? Der hat einen scheiß Knoten gemacht, Digga. Wie auf so einem Kackbaum, Alter. Was ist das für ein Scheißbaum? Digga, will der mich verarschen? Der Knoten ist so steif wie mein Schwanz, Alter. Yeah, man! Oh. Geil! Hugo! Alter, wie sauer! Er schlägt mir gleich in die Fresse! Und! Hugo, wo bist du jetzt? Wo ist der Typ, Alter? Ich glaube, der wartet oder so. Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss mir Sorgen gerade, der Junge. Ich bin komplett Guck mal, wo ich war, guck mal, wo ich war. Real Talk, da war Uwe nicht. Digga, ich muss durch so über eine Wand voller Wasser einfach. Nein! Mein Schuh! Fuck! Ich glaube, ich bin rechts hoch. Was mache ich hier? Ja, ich bin rechts Scheiße. Hochgegangen. Scheiße! Fuck! Ich bin tripped, Digga! Oh. Er hat Digga gesagt. Ich schreib jetzt unter seinen Instagram-Post und beleidige ihn. Goff! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das hätte richtig schief gehen können. Ey, an der Real Talk, an der Stelle muss ich sagen. Ich find's cool. Von Content sich find ich's cool. Von Survival von Survival und sicherheitmäßig finde ich das krass, dass die uns an Tag 3 ohne Essen, bei der Kälte, kein Schlaf, nix, so einen Koffer gegeben haben mit dem Weg da. Bro, dieser Weg, ihr checkt nicht, der war so krank anstrengend. Das war so respektlos, dieser Weg. Runter kann ich nicht, weil es ist zu rutschig. Scheiße! Den muss man ja auch nicht holen an dem Tag. Stimmt, ich hole den einfach an Tag 6, wenn ich noch weniger gegessen habe und ich noch mehr am Arsch bin. Hast recht. Digga, es ist so tief. Ja, wie ein Boss bin ich da hochgegangen. Bro, ich schwöre. Guck mal, das Ding ist, ihr sagt, ne, das hätte böse enden können. Was soll ich machen? Okay, ich hätte lucky sein können und genau den gleichen Weg gehen können wie Uwe. Der ist safe auch da irgendwo lang gegangen. Wahrscheinlich nicht von da, sondern von hier so ein bisschen. Aber das war der Weg. Das ist der Weg gewesen. Deswegen sage ich, das ist so respektlos gewesen von denen, dass sie da den Koffer gemacht haben. Digga, der Weg ist... Der war wirklich krass. Ja, und... Rückblickend würde ich auch sagen, splitten war todesdumm. Digga, wäre einer von uns aufs Maul gegangen, wäre der andere nicht da gewesen.
Geschafft. Oh mein Gott. Ich werde umfallen. Scheiße, ich werde umfallen. Ich werde umfallen. Ich werde umfallen. Ich werde umfallen. Ja, nein, das war nicht so. Das war nicht so, das war nicht so. Was? Ich werde umfallen. Ich werde umfallen. Ich werde umfallen. Das war nicht so, das war nicht so. Was? Ich sag einfach die ganze Zeit, ich werd umfallen, ich werd umfallen, ich werd umfallen. Digga, Film A tot. Was? Digga, was? Ja, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt. Ich habe keine Ahnung, was da war. Mir wurde nur danach gesagt. Also mich haben Leute von der Produktion haben nachgefragt, ob ich da Knockout gegangen bin oder was da passiert ist. Und ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich habe mich nicht extra da hingelegt und habe einfach nichts gemacht. Ich war todes am Arsch und musste dieses Ding da hochklettern und hab keine Ahnung. Ob ihr glaubt oder nicht, ist mir eigentlich relativ scheißegal. Aber ich weiß auch nicht, was da passiert. Ich habe keine Ahnung. Wart's vor Augen. Ja, genau. Also es ist genau dieses, ihr liegt. Also wahrscheinlich, ihr liegt. Ihr steht still auf. Und dann wird euch so schwarz in den Augen. Checkt ihr? Unangenehm fake, Bro. Ja, Mann. Ich betreibe Clipfarming in Seven's Wild. Ja, Mann. Digga, ich bin auch nur am Clipfarmen. Jo, jo. Na klar, der Hugo hat das wieder extra gemacht. Jo, jo, klar. Na klar. Digga, Stefan immer noch da. So Leute, selbe Arbeit. Nee, gleiche Arbeit, gleicher Tag, heißt das so? Ja. Aber wir sind. Das ist ja obvious Clipfarben. Mal guck mal, das Einzige, was ich zu diesem Thema zu sagen habe, ist. Denkt das? Aber fuck mich nicht ab im Chat und schreibt das. Ich kann euch nur sagen, was passiert ist. Ich kann euch einfach nur sagen, Digga, ich hatte jetzt nicht vor, an Tag 3, mir geht's komplett scheiße, ich mach diesen Weg, Clipfarming in Samus White zu machen, in einem Wald. Digga, das Einzige, was ich dazu sagen kann, fliegt nach Neuseeland, macht es selber, macht genau das, was ich mache, schlaft die ganze Nacht nicht, seid in genau der gleichen Temperatur, schlaft genauso wie ich und macht genau den gleichen Marsch und guckt einfach. Digga, also wirklich, ihr fuckt mich so ab. Warum ist Clipfarming eigentlich schlecht? Ja, Digga, selbst das, Bruder, ich kann mich an nichts erinnern, ich kann das auch nicht richtig erklären. Ich weiß nicht, wie lange ich da lag. Also mir wurde gesagt, ich lag da 5 Minuten und hab einfach nichts gemacht. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich kurz mich so hingesetzt habe, für eine Minute wahrscheinlich, und ich wieder aufgestanden bin. Mir wurde gesagt, dass das länger war. Ich war, keine Ahnung, ob die das, ob irgendwie, weiß ich nicht, die Aufnahmen, wie heißt das, Uncut-Folgen, ob die Uncut-Folgen kommen. Aber ja, lässt sich viel zu sehr triggern, mein Bruder, der ganze Chat ist voll. Digga, und wenn man beschuldigt wird für etwas, was man nicht gemacht hat, dann will man ja trotzdem was dagegen sagen, so. Also das Einzige, was ich sagen kann, ich hab nicht Clipfarming oder sowas gemacht, Digga. Geht weg von meinen Eiern. Bin auch mal am Bahnhof einfach umgefallen, es wird alles schwarz vor Augen und danach erinnere ich mich nur noch dran, wie sich Leute um mich gekümmert haben. Ja, nur waren bei mir keine Leute, die sich um mich gekümmert haben. Das ist der Eisenmangel, den du durch die fehlende Ernährung und durch das viele Bewegen bekommen hast, oder der tote Kreislauf? Ist ja wie mit Knossi bei der Aussetzung in Staffel 2, glauben auch viele nicht. Ja, genau. Okay, also ich check komplett, wenn Leute denken, das wäre irgendwie fake oder so. Digga, ich kann selber nicht glauben, dass ich so Blackout gegangen bin. Was habe ich nochmal gesagt? Digga, das war legit ein Blackout in einem Film A. Shit, Digga, was habe ich gesagt? Ich falle um. Bro, also ich kann mich daran nicht erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich schwöre auf alles, was ich besitze. Ich kann mich nicht daran erinnern.
Wie viel hast du getrunken an dem Tag? Allgemein muss ich dazu sagen, ich habe sehr, 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 sehr wenig getrunken. Leider. Ich habe, also, diese Flasche hier, 2 Stück vielleicht am Tag. 2 Stück am Tag und am Lagerfeuer paar Schlückchen. Das ist extrem schlecht, ja. Das weiß ich, dass es extrem schlecht ist. Ich bin schon voll zurecht, nicht zurechtgekommen, sondern vorangekommen. So. Ja, voll. Wir sortieren hier einmal nach kleinen Hölzern. Ja. Wie viel Milliliter hat die Scheiße eigentlich? Ist das hier irgendwo? 200? Nee, das muss doch hier irgendwo stehen. 320 Milliliter. Aha, okay. Ist perfekt, um das Feuer so richtig zu entfachen. Dann hier so kleiner Daumen groß, kleiner Finger groß. Dann so, das ist schon eher Daumen. Wenig Wasser, niedriger Blutdruck, schneller Blackout, ja. Noch größer. Ja, und vor allem, ich hab mich ja turbo angestrengt. Und dass das danach kommt, keine Ahnung, kann auch vielleicht was damit zu tun haben, dass ich mich da, als ich da hochgeklettert bin, viel Kraft benutzt habe. Checkt ihr auf den? Das sind halt die Ich weiß es nicht. Ja, und wenn wir gleich eine Säge haben, dann können wir die hoffentlich zersägen. Ja. Das wäre richtig geil. Oh, das ist schon heftig, wie viel wir gestern verbraucht haben. Das ist nicht zu unterschätzen. Deswegen brauchen wir heute genauso viel, doppelt so viel, weil wir den ganzen Tag heizen. Und für den Morgen schon direkt mit. Achso, ich hab's ganz falsch verstanden. Jemand schreibt, stell dir mal vor, du wärst beim Klettern K.O. gegangen. Das, Digga, Alter, wenn das passiert, das wäre crazy gewesen. Aber ich glaube, ich habe mich davor halt auch wieder hingelegt, wie ich es da gemacht habe. Ich glaube, ich habe mich halt so hingelegt. Ja, okay, das wäre trotzdem gefährlich gewesen. Aber was ich gerade gelesen habe, stell dir vor, du wärst beim Kacken K.O. gegangen. Das wäre auch crazy gewesen. Boah, ich wäre einfach in meine eigene Scheiße gefallen. Ich hab eine richtige Beule an meiner Nase jetzt, kann das sein? Ja. Hab ich echt? Die ist auch weiß. No way. Ja. Alter. Ja, durch die GoPro an. Ja, ich spüre richtig so eine fette Beule. Aua, die tut unnormal weh. Junge, was bin ich eigentlich für ein Idiot? Erst habe ich Schwund, ja? Keine Ahnung, das unter meinen Titten. Ja. Erst sind meine Titten wund, dann sind meine Lippen wund. Und jetzt ist meine Alter, Nase. Alter! Pressure, Reim! Erst sind meine Titten wund, dann sind meine Lippen wund. Tschüss! Schund, kaputt. Ich wollte irgendeinen Reim finden, aber habe ich nicht. Okay, sie wollte sogar, okay. Kann man das erkennen? Ich bin ein Wrack, wenn ich hier rauskomme. Ach du Scheiße. Ich glaube, Hugo hat mich im Stich gelassen. Ich habe ihn im Stich gelassen. Ich glaube, er hat aber keine Power mehr gehabt. Weil das ist hier schon eine andere Liga. Hugo! Hugo! Cinema. Da ist er. Hey! Er freut sich gar nicht, der Sack. Was ist los? Komm, ich brauche was zu essen. Du hast umgekippt. Meine Hände kriegen kein Blut mehr. Doch. Ah ja, ich hatte da auch dieses, was ich bei Suro hatte. Ich hab, dass kein Blut mehr in meinen Händen war, dass das dann so anfängt, als würde da so, wie kribbeln. Ja, ich nenne das kribbeln, weil das so fluchsmäßig so heißt. Wie heißt das? Als würden meine Hände sind eingeschlafen. Und das hatte ich mal in Suro, weil ich so nervös war, dass das ganze Blut in mein Herz gegangen ist und dann zuerst aus meinen Händen halt rausgegangen ist. Weil ich so nervös war in Suro. Das hatte ich da auch. Warum, weiß ich nicht. Aber ich hatte da auch, dass meine Hände einfach taub waren.
Keine Ahnung. Nein, das ist so. Hat man doch bei Kälte, oder? Nein, 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 es war nicht dieses Kälte-Ding, es war nicht kalt, es war einfach, dass das Blut von meinen Händen weggegangen ist. Meine Hände kriegen kein Blut mehr. Eingeschlafenheit? Nein, 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 es war nicht einschlafen, Jungs, es war nicht einschlafen. Einschlafen ist was anderes. Es ist, wie gesagt, dass, wenn das Blut weg, also, ja, bei Einschlafen ist das, glaube ich, auch, aber es war was anderes. Nein, da sind so Ameisen drin. Kribbelt die Hand? Komm, Digga, wir müssen jetzt los. Du musst dich jetzt raffen, ganz langsam. Ich kann wirklich nicht. Doch, kannst du. Mach nicht den jetzt. Wie Joey gesagt hat, wie ein Zombie, musst du ganz langsam. Bruder, ich lieg da wie ein Zombie, was will er von mir? Das meiste ist geschafft. Wir haben den Koffer, da zum Koffer hin, das war noch viel krasser. Das ist jetzt normaler Fußweg jetzt nach Hause hier. Gehweg, Richtung Bushaltestelle. Gerade Straßen, ganz langsam schlendern, mit Musik im Ohr. Komm. Nicht mal ein Schmunzeln hatte ich für Uwe da. Nicht mal ein Schmunzeln. Mir tut mir voll leid gerade. Ich war komplett am Arsch. Und atmen nicht vergessen, Hugo. Immer schön atmen. Hättest du Coke Gelb gegriffen, wenn Uwe nicht da wäre? Boah, also ich würde jetzt würde ich gerade sagen, nein. Aber weiß ich nicht, wie ich da im Wald war, Digga. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich dachte wirklich, also ich hatte Angst, dass ich halt, ne, Knockout gehe, was ich vielleicht auch war. Ne? Also zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich dann Knockout gegangen bin. Ich wusste das nicht. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Wie beim Fußball. Also wie gesagt, ich habe das erst gesagt bekommen, später. Oh. Alter, was macht der? Oh Gott. Macht er so Slides? Ja. Meine Werkzeugkasse ist echt andere Liga. Alter, wie oft geht aufs Maul? Guck mal, da lache ich auch wieder. Da bin ich wieder am Lachen. Oh geil, lachen kann er doch. Er verletzt sich extra, um dich zum Lachen zu bringen. Wow. Wow, Gänsehaut. Ich hab Tränen in den Augen. Digga, Protect, der angelt jetzt. Was war das denn? Hä? Ich merke schon, dass die Kraft ein bisschen nachlässt, tatsächlich, wenn man wirklich so stemmen muss oder sowas. Ist nicht mehr ganz so einfach. Und ey, ich muss das kurz noch mal sehen. Fuck! Fuck! Ich merke schon, dass die Kraft ein bisschen nachlässt, tatsächlich, wenn man wirklich so stemmen muss oder sowas. Ist nicht mehr ganz so einfach. Du konntest nicht aufstehen und lassen, wenn er keine Kraft zu werfen hat? Ja, ist mir doch egal, hä? Digga, Mann, ihr tut so? Bro, das ist crazy. Digga, ihr tut so? Man darf nicht mehr lachen, wenn man irgendwie irgendwas verkackt hat. Mann, Bro, hä? Ich darf einfach nie wieder lachen. Ach, Mensch. Jetzt reicht's mir, ja, okay. Ganz langsam, Digga. Ja, auf jeden Fall, wir merken uns, mir ging es absolut scheiße, ich war komplett schwach, bin
wahrscheinlich Blackout gegangen, ich weiß es nicht. Hatte Kribbeln in den Händen. Ja, top. Licht am Ende des Tunnels. Licht am Ende des Tunnels, sehr gut. Sometimes I wish I were fun. Sing weiter, hey. Wie so ein Drogenjunkie, geil. Gerade so vom Hauptbahnhof. You remember what's up, man? Denkst du, ich darf mir... Hä? Denkst du, ich darf mir ein paar Erdnüsse schnappen? Ja, ich hab auch dran gedacht, dass du eine Erdnuss kriegst. Komm, wir sind bald da. Nur ein paar. Nur ein paar Erdnüsse. Es ging schon in der Nacht los. Nein, ich bin immer noch für den Plan. Ist mir scheißegal, was ihr alle sagt. Ich bin immer noch für den Call. Es wäre das Smarteste gewesen. Hätte einfach jeder oder jeder, der möchte, einfach pro Tag eine Erdnuss genommen. Ein, zwei. Digga, da waren genug Erdnüsse drin. Auch beim Lagerfeuer hat er ein bisschen geweint. Na, guck mal, weil sowas... Guck mal, der Call war ja im Notfall, Bruder. Im Notfall ist es halt einfach zu spät. Und jetzt auch nochmal körperliche Schwäche, innerliche Schwäche. Diese Kombination ist nicht gut. Er braucht jetzt eine Erfahrung. Weil so wenig Verdauung anregen ist dumm. Aber ist Verdauung nicht eh nur, dass man halt ein Hungergefühl hat, aber eigentlich ist das sonst scheißegal. Es geht nur ums Gefühl, oder? Wenn man Verdauung anregt. Weil nur das Gefühl ist ja, musst du halt einfach Macher sein. Erfolgserlebnis. Eigentlich sollte das dieser Koffer sein, aber ich glaube, das langt ihm nicht. Wir müssen ihm, glaube ich, die eine oder andere Erdnuss verpassen. Ja, so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ich bin hier sicher. Irgendwie so. Da hinten ist Joe, ich weiß, macht er da eine Katzenwäsche? Was macht er denn? Joe! Scheiße, warum habe ich ihn angesprochen? Jetzt will er meine Hilfe haben. Was war nicht alles zu für die Crew hier? Let's go. Den gerade annehmen, falls er ins Wasser fällt. Versuche ihn hier dran vorbeizuschmeißen. Alter! Ja, clean, Mann, ja, Motherfucker, Alter! Was geht? Ich bin's wieder. Hast du in dem Moment das mentale Tief überwunden oder war es eine Mischung? Nein, da, wie gesagt, an Tag 3 war alles wieder okay mit meiner Mental. Also mental war alles wieder okay. Komplett. Also mental ging es mir wirklich eigentlich super. Es war. Jetzt ging es halt los mit meinem Körper. Mein Körper war einfach am Arsch. Flying Uwe. Flying Uwe ist back, Mann. Alter. Junge, Flying Uwe einfach wieder daheim. Wie lange war ich weg? Boah, du warst todeslange weg. Ja, Hugo hatte einen Aussetzer. Wie, Aussetzer? Also in der Mitte ist er, konnte er nicht mehr. Wie, und jetzt? Wo ist er? Er kommt, er liegt da unten. Ach, scheiße. Okay, dann nein, die Dank ist so wichtig. Ja. Okay, oh, fuck, habt ihr schon reingeguckt? Ja. Ist eine Säge drin? Junge, mach nicht so spannend. Uwe, bitte mach auf. Warte. Ey, ich hab mir vorhin richtig die Fresse gestoßen. Da war ein fetter Big Mac drin. Los, guck mal bitte. Echt, ich auch heute. Siehst Nacht du das? Hier am Flügel. Da, der Flügel? Ja, der Außenflügel. Ja, genau, der rote. Ja, ich schwöre. Ja, da war ich auch schon. Ja. Zweimal dran. Hammer. Joey, komm gucken. So, meine Süßen, kommt her jetzt. Oh, zeig was. Oh, was. Mein Gott. Oh, das ist ein Wir haben eine Schnur, wir haben eine Säge. Ja, ja, Mann, eine Säge, Alter. Warte, wir haben noch eine Säge. Oh, noch eine Säge. Oh, mein Gott. Oh, und gefrorene Schrauben. Ach, du Scheiße, was? Kann man geil fürs Angeln nehmen. Oh mein Gott, wie geil. Ja, das ist zum Angeln richtig nice. Hier nochmal das gleiche. Geil. Wir müssen auf jeden Fall angeln, sonst ja, ja. Wir sterben dann nicht angeln. Doppelseitiges Klebeband, vielleicht kann man damit, ich weiß nicht, scheibentechnisch. Oh, Hammer. Hier das alles zum ersten Mal. Und das geil. Außer die zwei Sägen. Willst du jetzt, weil wir Angst um unser Feuer haben? Hier. Oh, oh mein Gott! Ja! 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 Yeah! Ein fucking Feuerstahl. Genau. Oh mein Gott. Ja, so, jetzt gucken wir auf Stefan auf Feuerwort. Geil. Mhm. Ey, Sandra, dann können sogar wir Nachtwache machen. Und Gummiband und alles, was dazu gehört. Ey, ist das nice. Ist das geil. Halleluja, Mann. Das war aber auch wichtig.
Ja, das darf auch schon OP, Digga. Retalk. Geisteskrank. Weißt du, was das für ein Weg ist, Alter, gewesen war? Boah, ohne Witz, ich schwöre dir. Schlimm. Der war wirklich hart. Ja, ja, der war richtig hart. Boah, das danke, richtig, Mann. Richtig. Aber es hat sich gelohnt. Wir mussten durch Gebirge. Das war nur Gebirge und Wasser und. Ich bin Oma, gib dir eine Umarmung, okay? Komm her. Digga, ich bin so stolz auf euch. Digga. Ach du Scheiße, bin ich am Arsch. Ich war zu krank. Komm, leg dich hin. Feuer ist an. Oh mein Gott, John. Digga, das ist auch respektlos, wie er da rumläuft, ne? Barfuß, Hose hoch, Tanktop, als wären 30 Grad. Oh. Alles gut, Joe? Hey, Joe? Ist dir warm? Viel zu warm, viel zu warm. Ich dachte, dann gehe ich gleich mal baden. Er geht wie ein Ägypter. Du bist wirklich? Joe, wir haben Feuerstahl. Echt? Und Nadel und Faden. Ganz viel Nadel und Faden haben wir. Zwei Sägen. Zwei Sägen haben wir. Hier, ihr könnt auch alle nochmal reingucken. So, die Säge wird jetzt ausprobiert. Boah, geil. Ja, dauert halt irgendwie, aber... Ja, wenn man nicht die Kraft aufwenden will... Habt ihr nicht die Sachen vor Stefan versteckt? Natürlich muss er weiter Feuer bauen. Was laberst du? Digga, wir haben überhaupt nichts versteckt. Was ist hier jetzt los? Ja, dauert's, aber die ist richtig gut, glaube ich. Ja. Ja, nur bist du dem. Siehst du gleich? Okay, wird da was versteckt? So, wo man abbrechen kann. Ja. So, ja, geil. Und Hammer, das hilft auch so trocken. Krass. Oh, nice, kommt Mann. Noch, okay. Hugo, kleines Live-Update. Wie geht's? Scheiße. Der Weg war heftig, ne? Der Weg war heftig. Ich hab die ganze Zeit Sodbrennen. Ich gehe viel zu viel. Ich bin viel zu viele Kilometer gelaufen. Für die, dafür, dass man keine Kraft hat, ne? Ja. Ich schwöre dir, ja. Die Erdnüsse? Also ich sag mal so, ich will ja nicht anstiften oder so, ne? Aber ich glaube, jeder kann sich hier mal eine Erdnuss rausnehmen. Ja, aber das sei denn, wir ziehen durch. Was sagt Joe? Ich zieh durch. Okay. Ich hab was zu essen. Dann zieh ich auch durch. Was hast du? Wir haben Kraut, ne? Kraut, ja. Okay. Ja, Digga, dann zieh ich auch durch. Ja? Okay, aber Hugo darf. Auf jeden Fall. Hugo darf. Hugo der kriegt. Muss bleiben. Tamam! Dankeschön! Das ist jetzt 300 Kalorien. 300 Kalorien, das ist auch crazy, Karl. Digga, das waren vielleicht 30. Kalorien. Eine Erdnuss hat etwa 11 Kalorien. Und ich glaube, ich hatte 5 oder so. Ich weiß es gerade nicht. Warte mal, ich muss dir Ganze geben. Ja, mach Hand auf. So. 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 So, du bist auch Zeuge, ich pack das alles hier wieder rein, ne? So. Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich meinte so, gib noch mehr. Auf heimlich, gib noch mehr. Gib noch mehr. Ich esse das jetzt, ich esse alle drei. Mach einzeln. Oder mach sie zur Hälfte. Und dann. Ah, nee, wegen Hälfte. Oh mein Gott, true. Hab ich? Nee. Oh mein Gott. Ist gut? Geh nicht, Sascha. Setz dich schon 15 Minuten hin. Spalte sie noch. Du kannst sie zur Hälfte teilen. Also quasi 4. Digga, der Call war so krass. Deswegen habe ich 5 im Kopf. Was? Ja. Geil. Geil, das ist Wertschätzung, ne? Geil. Geil, das ist Salz. Ja, genieß das. Es sind ganz viele Mineralien, das ist gut. Ah, da hat er auch nochmal seinen Finger abgelutscht. Also, es geht. Wir sind im dritten Tag. Die Sonne. Und es läuft einfach fantastisch. Das System, jeder, guck mal hier, die Mädels haben innerhalb von ein Drittel der Zeit wie gestern Berge hier an Holz geschaffen. Da ist System direkt, alles läuft. Ja, Tag 3 war von so Organisation, dies, das, Ananas war auf jeden Fall besser, ja. Fantastisch. Joe ist Bill Grylls und gleichzeitig Fan Hof.
Der Was Iceman. Labert er? Ich kann den einfach. Ja. Joey Kelly wird verrückt. Ohne Schuhe. Das ist, ey, ohne Schuhe. Sandra, ich sag dir eins. In 12 Tagen laufen wir alle barfuß. Wir baden im See jeden Morgen. Macht ihr euch lustig über mich? Nein. Joe, du bist Hero, wirklich? Hero unterwegs. Du bist deutsche Maschine. Uwe, ich nehme mal die Säge. Ja. Ich mach mal ein paar Bäume. Er macht einfach. So. Darf ich fragen, Uwe, wie alt bist du? Ich bin 37. Ah, okay. Du bist älter, als du aussiehst. Ja? Ist ja, vielen Dank. Nee. Ich hätte gedacht so... Aber 37 ist schon krass. So 30, 32, Scheiße. Aber cool. Ende 30. Ja, geht langsam wie Ende 30. Respekt. Geht schneller, als man denkt. Jetzt noch nichts. Warte, bis du 50 wärst. Ja. Dann geht's richtig bergab. Oh, Scheiße. Jungs, wartet ab, bis ihr 20 werdet. Ab 20 geht's nämlich wirklich bergab. Dann bist du halb tot schon. Ja, voll mit Stärke. Das sind die Karex-Wurzeln. Mhm. Und die schmecken sogar ziemlich geil. Du Bastardwurzeln, Alter. Und das lege ich jetzt gerade in die Glut, dann kriegt jeder so einen Probierrelle schon mal. Und ja, um halt so den Hungerast so ein bisschen zu überwinden. Einfach rauskauen. Genau, ja. Und es schmeckt auch noch ziemlich geil. Guck mal, wie er ackert ist. Wow! Geil! Das ist natürlich eine absolute Wahnsinnssäge. Irre. Saugeil. Saugeil. Das Alter. Ist... Junge ist am Ackern. Wow. Zehnmal leichter. Und das ist das Ding. Wir leiden zusammen und wir feiern zusammen. Ja. Okay, wer alleine leidet, feiert nicht mit. Das ist das scheiß Ding. Ja. Deswegen habe ich habe es auch gerade gesagt, irgendwie ist das Schlimmste, was ich hier gemacht habe. Aber die Erfolge zu feiern ist irgendwie auch geil. Ja, ich ja. habe mich noch nie über so einen Koffer gefreut mit so Nadelzeug. Ich würde wirklich vorschlagen, dass wir den Feuerstall. Oh, jetzt in der Post merke ich wirklich, wie oft wirklich diese Hiebe waren. Jetzt merke ich das auch. Weil da kriegst du das nicht mit und denkst du, ja, er hat recht. Also hat er eigentlich auch, ne? Aber muss man ja nicht immer sagen. An einer sicheren Stelle deponieren, wo er nicht irgendwie versehentlich verloren gehen kann, wie irgendein Messer, das dann plötzlich aus dem Koffer verschwindet. Ja, also, ja, da muss ich auch sagen, war auch, also Stefan hat ein Messer genommen, ohne Bescheid zu geben. Also ist einfach weggegangen mit einem Messer. Ein Messer hat gefehlt. Naja, wirkt halt genervt, dass Stefan nichts macht. Der kommt auch nie mit Stuff zurück vom Lager. Ja, eben. Also man kann jetzt davon reden, Manipulation, dies, das, Ananas, höre ich zum 100. Mal jetzt. Aber die Calls, die da kommen, die stimmen halt leider. Bruder, 80% der Zeit hat Joe gestichelt, wenn man ihm im Schnitt reden hört. Gerade am ersten Tag. Und ich muss das sagen, das ganze restliche Verhalten von beiden ruht auf dem ersten Tag auf. Ja, also diese Hiebe, okay, ob die sein müssen, weiß ich jetzt nicht. Aber das, was gesagt wird... Stimmt halt. Versteht ihr? Ob man das die ganze Zeit sagen muss, ne, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber stimmt. Auf das müssen wir alle zugreifen können. Ich hab's auch schon gedacht. Auch die Sägen, wir brauchen die. Ja. Die kann nicht einfach einer mitnehmen. Ja. Vor allen Dingen ohne es vorher zu sagen. Ja, also, ja. Wir brauchen das Tools. Wir brauchen einen sicheren Tools. Ort dafür. Ja. Weil wir haben, Energie ist begrenzt. Ja. Mhm. Und mit diesen Tools können wir... Allein. Oh mein Gott, ich weiß, welcher Tag das ist. Ich weiß, welcher Tag das ist. Nein, guck mal, was die Mädels hier gemacht haben. Ja. Ey, das war und, sogar noch ohne ja? Tools. Also ohne Tools. Aber jetzt, ja. Das ist einfach das Ding. Wir machen jetzt gerade Feuerholz und solange nicht der Jäger mit einem Hirsch hier zurückkommt, dass er auf den Kopf geschnitten hat. Bruder, er macht schon wieder. Oder... Mit Mora gemeuchelt, was ich nicht vermute.
heißt das, dass wir halt für uns gesorgt haben und das ist halt irgendwie schade. Stimmt, aber ja, wie gesagt, alles, was er sagt, stimmt, aber er sagt halt sehr oft, das ist eher das Kacke. Also, dass ja. er dann, wenn Flint da ist, wenn Feuerstahl da ist und Säge da ist, dass er dann sagt, ah ja, okay, ich leise mir dann kurz aus und er ist jetzt 2 Stunden weg und wir können in der Zeit dann kein Holz weitermachen. Okay. Und wir machen das so, ja. wenn er mit einverstanden ist, ich rede mit Uwe, entweder Uwe oder ich, weil er ist der Konflikt, ja, Punkt. Ja, ja, ja. Und bei uns ist Stopp. Ja. Lass es mal einfach lieb reden, ne? Und deswegen... So rückgratslos, er redet einfach die ganze Zeit in den Rücken und Stefan ins Gesicht, traut er sich aber nicht. Guck mal, das Problem ist, man muss auch ein bisschen drauf achten, was er gerade sagt. Guck mal, er hat jetzt gerade angeboten, dass er oder Uwe mit ihm redet, weil, guck mal, man muss auch immer wissen, denn Stefan wird sich nichts von dem Joe sagen lassen. So. Was man jetzt auch die anderen Folgen gesehen hat. Wenn ich ihn voll laber, weiß ich jetzt nicht. Wenn eine Sandra oder eine Jule ihn voll labern, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ein Uwe oder Joey Kelly ist halt der perfekte Mann dafür gewesen, ihn darauf anzusprechen, dass er mehr mithelfen soll, ne? Was er ja gerade angeboten hat gerade. Wir gemeinsam das als Meinung sind, dann... Also Säge und Feuerstahl auf jeden Fall nicht verschwinden, weil das ist... Ich sag auf euch, die Messer eigentlich. Eben, ich weiß nicht, ob ich in 2 Tagen immer noch ohne Essen, ohne wenig Schlaf genauso schaffe, nochmal in der Zeit so viel zusammen. Mach weiter, so letzte Woche nach. Pablo, danke fürs am dritten, dankeschön. Einfach dicker Schuh, wo ist er jetzt? Da hinten, noch ein Stück weiter, da ist gerade das Flugzeug. Die Sonne geht immer von hier vorne auf. Ja, das dürfen wir aber nicht sein. Und wir bekommen hier natürlich ganz zum Schluss erst das Licht. Jetzt schau mal hier. Schau, wie schön das hier ist. Oh. Ist halt auch gefroren, ne? Hier drüben aber nicht mehr. Ja, ich sag ehrlich, also da das Lager auf so was wäre tot, Bruder, sagt sogar ich. Digga, hier ist ja in der Nähe gar nichts. Ja gut, bei uns waren halt die Bäume, also bei uns war, guck mal, neben uns ist direkt Fluss, ja, da ist Fluss, aber neben uns war ja auch direkt hunderte Bäume, die wir absägen können, jetzt mit der Säge, die wir davor aber auch schon abfarben konnten. Ah, never mind, das sind auch Bäume. Na? Gefühlt 10 Grad wärmer, Minimum. Ja, 10 Grad reicht nicht. Nee, Bruder. Also, das macht keinen Sinn jetzt. Das macht gar keinen Sinn gerade. Für wie viele Subs machst du heute Schlafstream mit Sounds einsenden? Nee, weiß nicht. Bro, also, ob er jetzt da steht mit Sonne oder bei uns mit Sonne, ist komplett scheißegal. Es ist das Einzige, was wirklich anders ist, ist in der Nacht, ist es im Wald wärmer, also wenn die Sonne nicht mehr da ist, ist es im Wald wärmer als im Flugzeug. Wo noch kein Feuer war. Da war halt im Wald Wärme. Aber da macht das jetzt keinen Unterschied, ob du da in der Sonne stehst oder bei uns in der Sonne stehst. Das ist wie ein verdammter Tiefkühlschrank da drin. Geiler Scheiß. Hier hört man sogar noch grillen. Völlig absurd. Bei den Temperaturen. Geil. Die Sonne ist da, aber früher, Bruder, die Sonne ist, das sieht man doch da. Erstens, die Sonne ist doch gerade bei uns noch. Zweitens, man sieht doch da, dass die Sonne da auch bald verschwinden wird. Guck mal, wie close die ist an dem Berg. Ich feier's gerade, wie schön warm das hier ist. Und guck mal, man sieht doch, ich sag sogar, die Sonne ist da weniger. Guck mal, man sieht an dem Gras, dass das doch komplett gefroren ist da. Wie angenehm. Es würde sogar Sinn machen, das Lager hierher zu verlegen. Da ist direkt der Wald, da hast du Holz. Da hast du richtig Holz. Du hast hier richtig Sonne. Du hast hier ein richtiges Wasserbecken. Du hast alles. Oh, das da. Wasser sieht so geil. Alter, das Wasser sieht da geil aus. Oh mein Gott, ich würde so reinspringen gerade. Heilige Scheiße. Vom Wasser, boah. Wenn du Wasser trinken willst, kurze Wege. Schau mal, wir müssen jetzt den Berg da runter, um Wasser zu holen.
Hä? Na, 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 Bro, 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 wir müssen den Berg runter. Diesen kleinen Hang hier, wir müssen nicht hier runter. Wir müssen hier runter. Warte, den da. Das müssen wir jetzt alles runter. Da hat er sein. Was ist denn, ziehst du hier? Oh, weiß ich jetzt nicht. Würdest du sagen, du hast ein Trauma davon erlitten? Boah, Trauma, ja. Ja, auf jeden Fall. Aktiver dein Bruder bist. Dann rauf. Jedes Mal runter, rauf. Damit du mal eine Idee bekommst, wie bescheuert das alles ist. Ich weiß, ich soll nicht lästern. Ich soll so nicht reden, aber... Von hier sieht man das einfach mal, geil, warum das doof ist. Ey, das ist wirklich frustrierend, dass mir einfach keiner zuhören will. Das ist wirklich sehr frustrierend, muss ich schon zugeben. Na, guck mal, im Endeffekt, keine Ahnung, Digga, kann sein, irgendein anderer Spot, ich sag jetzt nicht, dass der Spot es ist, kann sein, irgendein anderer Spot ist hundertmal besser. Aber wenn die Gruppe halt, und das ist halt so gewesen, wenn die Gruppe halt entscheidet, yo, also wenn die Mehrheit, das ist ja ein Voting, wenn die Mehrheit von diesem Voting sagt, wir bleiben erstmal Flugzeug, dann ist es doch smarter, halt mitzuhelfen, anstatt dann trotzdem immer noch an Tag 3 irgendwie zu sagen, ja, der und der Spot wäre auch besser, der und der Spot wäre auch besser, anstatt nicht, und nicht mitzuhelfen. Checkt ihr? Demokratie, ja genau. Und die Demokratie war, dass wir halt alle im Flugzeug bleiben. Ob das jetzt die smarte Entscheidung war oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin kein Survival-Profi. Aber was ich weiß, ist, dass es halt geiler gewesen wäre, hätte er mitgeholfen, anstatt halt die ganze Zeit sinnlos rumzurennen. So. Und da ist meine Scheiße gerade am Fließen. Joe hat entschieden, WTF, Mann, labert mich nicht voll. Bro, ja, Joe hat wahrscheinlich die Führung übernommen, bla, dies, das, Ananas. Aber es war, wir waren trotzdem alle einverstanden damit. Wir waren einverstanden, da zu bleiben. Ich habe jetzt nicht gesagt, nein, ich will sofort raus hier, ich will sofort weg hier. Hat keiner gesagt. Ja, wir waren alle, ja, okay, bleiben wir halt. Oh mein Gott, ich hasse diese ganzen Textdinger. Das Problem ist halt, dass Stefan von Anfang an sich ständig verpisst hat und nichts gesagt hat. Er hätte vorher Bescheid. Ja, genau. Alter Rex! Danke für 5 Gifted Subs! Danke schön. Das ist das Problem von heute. Keiner schaut das Gehirn nicht mehr selber an. Ihr habt es euch nicht mal einmal angesehen, mein Bruder. Guck mal, das Problem ist, Digga, ihr. Also wirklich. An die ganzen Leute, man, haltet doch die Fresse, wirklich. Ihr wart nicht dabei, ihr wart nix, Digga, und ja, anscheinend habt ihr nicht mal die Folgen gesehen, weil ich war da oben mit Uwe zum Beispiel. Hä? Was ist das für ein Kackkeul? Ich hätte es mir nicht mal angesehen. Ich war doch da. Und ich hab sogar gesagt, es ist wärmer. Aber trotzdem, wenn wir als Gruppe entscheiden, wir bleiben da, dann bleiben wir da. Digga, ihr könnt nicht, ihr könnt gerade nicht. Ihr könnt gerade nicht. Diese Scheißgeneration, Mann, Digga. Oh mein Gott. Bro, ihr könnt nicht gut reden. Digga, im Endeffekt. Digga, scheiß auf alles, welcher Spot. Ihr macht mich so sauer gerade. Scheißegal, welcher Spot jetzt der bessere gewesen ist. Kann sein, erste Nacht, ich wäre auch lieber im Wald gewesen, als jetzt in diesem Flugzeug. Es ist halt passiert, wie es passiert ist. Wir haben alle gesagt, wir bleiben auf dem Flugzeug. Okay? Und dann ist es 100-mal besser, wenn man mithilft, anstatt an Tag 3 immer noch sinnlos rumzurennen. Feuer zu bohren und halt bla bla bla. Ich hab nichts gegen Stefan, aber das war halt sinnlos. Ist halt einfach so. Ich brauch da jetzt nicht rumlügen. Das war sinnlos. Das war einfach sinnlos. Und ihr könnt da alles rumlabern. Joe. Digga, der Wald dort ist kein Wald bei uns. Man sieht doch, dass da kaum Moos oder Laub. Ja, man ist, wie gesagt, scheiß auf die Spots, was besser ist. Das Flugzeug gibt Wärme, ist isoliert und schützt. Na, guck mal, da, wie gesagt, echt. Guck mal, ihr redet, ihr seid falsch gerade, Jungs. Ihr seid alle falsch. Ihr redet immer noch über die Spots. Scheiß doch auf die Spots. Wirklich. Scheiß doch auf diese Spots. Digga, im Endeffekt, ich kann sagen, dieses Flugzeug war absolut Arschritze. Es war Arschritze, aber ich rede gerade nur davon, dass man halt alle, dass alle gemeinsam halt fighten müssen und nicht alle gemeinsam und einer ist halt die ganze Zeit weg.
Darum geht's mir gerade. Ich rede gerade überhaupt nicht um die Spots. Ja, genau. Oh mein Gott. Alter. Wo ist das? Hier. Lieber ein schlechter Plan als gar keiner. Und mit diesem Text schauen wir weiter. So schön, dass wir unsere Arbeit hier machen. Und zwar in der einfach komplett hier in der Natur. Und wir sind ein Team. Wir kannten uns größtenteils vorher noch nicht. Und wir arbeiten einfach zusammen. Und schon, dass es jedem irgendwie gut geht. Und das ist irgendwie was, das unglaublich toll ist. Aber so für Content. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Stefan. Ne? Nicht falsch verstehen. Ne? Und ich finde auch das, was er letztens gemacht hat, ich habe ihn auch privat angeschrieben, dies, das, anderes. Und für Content her ist das auch gut. Von Content sich ist das gut. Aber ich rede gerade von Survival-Team-Seite. Auch irgendwie nicht selbstverständlich ist, ich meine, die Leute, die kommen nicht aus dem Outdoor-Bereich, die kommen nicht aus dem Abenteuerbereich. Digga, schön, wie schön diese Landschaft da ist. Was? Guckt euch das an. Wow. Sorry jetzt. Und die Zusammenarbeit, das Durchhaltevermögen, so dieses Durchsetzungsvermögen, das ist einfach genial. Alle machen zusammen, alle arbeiten zusammen. Und die Mädels sind sich eine Unterlage brauchen, Hugo auch, im Flugzeug. Wir wissen, dass es das Wetter umschlagen kann. Wir wissen auch, hör nicht auf die Hirte, Hugo. Dass der Sonnenschein ganz, ganz, ganz knapp hier ist. Sehr bald wieder Sonnenuntergang ist für uns und dass wir dann im eiskalten Schatten sind, also buchstäblich. Digga, da hätte ich mir schon wieder Untertitel gewünscht. Ja, ich weiß, dass man Untertitel bei Prime Video anmachen kann. Aber ihr checkt. Bei Minusgraden, da unten ist schon wieder Schatten. Dabei haben wir nur das Plätschern vom Fluss, aus dem wir Trinkwasser holen. Und das Singen von Vögeln, die meisten von uns wahrscheinlich noch nie gehört haben. Ich mach wieder Subshit. Ich hab kurz nochmal eine Chance gegeben, aber lassen wir es. Boah, Alter, und als ich diese Vögel gehört habe, ne? Bro, ich hatte wieder ein Up. Mein ganzer Körper hat durch diesen Vogelsound ein Level Up bekommen. Digga, und ich war in meinem Kopf, Digga, lass so eine Steinschleuder machen und die abschießen und essen. Auch wenn sich das grausam anhört. Komplett absurd. Das war so geil, dieser Vogelsound war so geil, Mann. Pass auf, danke fürs am 9. Und man hat sich nicht so alleine gefühlt. Ne, wir waren also alleine, also ne, wir waren eine Gruppe, aber ihr checkt trotzdem. Man hat sich so gefühlt, als wären noch andere, also andere da. Man muss der Nest finden und dann Spawn trappen. Ich habe andere Vögel. Wow. Belbit. Der Belbit ist ein kleiner, nektarfressender Vogel, der in Neuseeland heimisch ist. Er ist wegen seinen schönen, glockenähnlichen Gesangs berühmt, von dem auch sein Name abgeleitet ist. Digga, den fressen, das wäre so krass gewesen. Max, sage mir zu Spreißer. Der ist gebaut wie Fabo. Also, wenn man da rüber schaut. Ja. Die Wiese da drüben, ne? Ja. Die ist auf unserer Seite, auf die dürfen wir drauf. Ja. Da drunten ist es 5 Grad wärmer als hier. Okay. Mindestens 5 Grad. Okay. Da bewegt sich kein Grashalm. Das ist richtig geil. Du bist direkt am Wasser, direkt am Wald. Du musst keinen Berg hochlaufen, um Holz zu holen. Das ist quasi alles da. Ja, aber bei uns müssen wir rein theoretisch auch keinen Berg holen. Mann, aber es geht doch immer noch, es geht doch schon lange nicht mehr um die Spots. Und wir müssen ja immer zu diesem Briefkasten und wir dürfen ja nicht beim Briefkasten sein. Deswegen genau hinter diesem Hügel, diese riesige Wiese. Da ist es so schön, da ist es so ruhig und da hast du auch ein bisschen Leben, da hast du noch Grillen. Wir müssen uns dann einfach lassen, wie man das vielleicht... Die sind einfach 5% im Bild. ...echt verwerten könnten, weil es ist ja viel Eiweiß. Was
meinst du jetzt? Die Grillen. Die Grillen essen? Ja. Okay, verstehe. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja, die kannst du essen. Die kann man rösten, dann schmecken die wie Popcorn. Ja? Mhm. Und die laufen da normal, wenn andauernd Seitenhiebe kommen, dass Stefan sich verbisst. Guck mal, die meisten Seitenhiebe kamen ja, als er gar nicht da war. Also er hat das ja gar nicht mitbekommen. So. Er hat, ich check, aber er hat es ja gar nicht mitbekommen. Du hörst hier so richtig. So wie man sich das vorstellt in so einem Westernfilm, ja. In so einem... Hörst du überall. Okay. Und es sind große Wasserbecken unten, sehr große Wasserbecken. Mhm. Das ist da vorne, und ne, sieht man glaube ich nicht. Ja, wir gehen zu das Subject. Irgendwie so da hinten rum, dieser schwarze Stein, schwer zu erkennen, ja. Genau, da geht dieser Bach entlang. Und da macht der Bach so eine Kurve so rüber. Aha. Und hast so richtig schöne, tiefe Wasserbecken. Okay. Also wenn wir die Chance auf Fisch haben, dann in solchen Wasserbecken. Dann setzen die sich zum Schlafen rein, weißt du, sind ruhiger, weil das Wasser, das drückt ja immer. Da erholen die sich halt, ne? Da halt so unter Steinen. Da müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir Angelschnur machen können. Mhm. Als Beispiel. Ich wüsste halt noch nicht so genau, was wir als Köder nehmen können. Ich weiß nicht. Hagebutten kennen die ja hier zu Genüge. Ich weiß nicht, ob du damit noch jemand aus dem Loch lockst. Ich bin kein Angler. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja. Okay. Aber das war echt ein krasser Marsch wieder mal. Es ist nicht jetzt sowieso zu spät, um mit dem Lager umzuziehen. Genau das. Also kann sein, dass er recht hat. Kann sein, dass der Spawn 100% krasser ist. Aber also ich hätte nicht alle Sachen nehmen können und da umziehen können. Also wirklich nicht. Ich war komplett am Arsch. Tag 3 hört sich über low an, aber Tag 3, das waren mittlerweile, da waren es mittlerweile 48 Stunden ohne Essen. Komplett am Arsch, Digga. Ihr habt mich vorhin im Wald gesehen. Bruder, ich hab da gar nichts mehr gemacht. Deswegen sage ich ja, also ab dem Zeitpunkt check ich das. Also Tag 1 habe ich verstanden, ne? Verstanden, habe ich gecheckt. So. Aber man weiß ja auch nie, ob es regnet oder nicht. Das wissen wir halt jetzt, dass es geregnet, also dass es nicht geregnet hat. Aber das weißt du ja da nicht. Deswegen, ich habe beide Seiten gecheckt, weil es okay ist, ein bisschen wärmer. Flugzeug ist halt, könnte man rein durch ins Flugzeug, damit man nicht nass wird. So. Richtig schön. Wie gesagt, da hinten ist es so viel wärmer. Da war hier alles noch im Schatten, dann war da unten schon alles am Schmelzen. Okay. Und Ressourcen, du musst keine Berge laufen. Nachteil? Unser Shelter ist hier. Und Stefan, warum ziehst du nicht dahin, wenn das so überlege ich gerade. Okay. Tue ich tatsächlich gerade. Weißt du, was ich meine? Du redest. Ja. Hey, aber du machst dich und das ist nicht gut. Deswegen. Ja. Wir bleiben Freunde, ne? Wir sind Erwachsene, wir sind die Älteren. Ja. Dann lass es mal einfach. Musst dich einführen im Team, ne? Oder du gehst deinen eigenen Weg. Das musst du entscheiden. Das überlege ich dir gerade. Also, deswegen. Also das, ja, und was sagt Joey da? Ja, aber ich bin auch der Meinung, weil, also man kann jetzt sagen, aber Stefan und so, aber ne, ich habe auch nichts gegen Stefan. Auch heute nicht. Aber. Das war halt, also was Joey halt meinte, es ist halt Fakt, so. Er hat halt wirklich geredet, aber er hat halt nichts gemacht. Oder sehr wenig gemacht. Er hat schon was gemacht, ne, am ersten Tag hat er Gras gefarmt und so. Und glaube, er hat ein bisschen Holz gehackt. Aber, ne, er hat gesehen, dass er sehr, sehr oft weg war und auch ein Messer mal mitgenommen hat, ohne Bescheid zu sagen, dies, das, Ananas. Ja. Das, worum ich da gerade laufe. Genau. Probe Feuerborn. Und deswegen, du siehst, hier geht viel ab, ne? Viele Menschen machen viel. Ich sehe, dass sehr viel Kalorien verbrannt werden. Das sehe ich. Ich sehe, dass wir auf einem Plateau sitzen, wo es am... Ja, aber er sagt Kalorien verbrennen, ja, das stimmt, aber er rennt doch auch um die halbe Welt. Oder nicht? Kältesten ist von der ganzen Gegend hier. Tut mir leid. Das ist, was ich sehe und ich versuche nur... Lösungen zu finden, ja, okay. Wie wir es wärmer haben können, dass es einfacher ist. Aber weil das Holz da oben suchen ist ja nicht so einfach. Sandra, stopp. Ich brauche deine Kamera. Ja. Das muss ich leider filmen. So läuft das Geschäft hier. Ich filme doch. Weißt du? Ich weiß, aber wir brauchen einen zweiten Kamera. Also. Perspektive. Ich hab schon. So, weil dann. Oh nein, Cliffhanger. Kurz, Sandra. Ja, die nächste Folge wird krass. Die nächste Folge wird crazy.